Zu meiner Person, ich in meinem Leben 4 Berufe hinter mir. Im ersten Leben war ich Offizier der Bundeswehr. Im zweiten Leben habe ich Mathematik studiert und war dann Mathematiker und habe in der Datenverarbeitung gearbeitet, war Leiter einer Abteilung für Innovation in einem großen Konzern. Im dritten Leben war ich dann Abgeordneter für die Grünen im Landtag Schleswig-Holstein. Habe 14 Jahre lang Politik gemacht, davon 9 Jahre Regierung unter Heide Simonis. Wir haben uns damals bemüht, Schleswig-Holstein energetisch unabhängig zu machen. Ist uns auch gelungen. Wir sind bei 100%, Bayern noch nicht. Ihr habt so Meer und Wind. Ja, wir haben mehr Wind, das ist wahr. Aber naja, im vierten Leben habe ich dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und im Moment komme ich da gar nicht zu, weil sich die Ereignisse überschlagen. Und diese Panama-Geschichte hat mich wochenlang beschäftigt, von Fernsehen bis Rundfunkanfragen und so weiter, Zeitungsartikel und ähnliches. Und entsprechend viele Vorträge. So dass ich im Moment eher mehr Vortragsreisender bin, muss man sagen, als Schriftsteller. Das ist so ganz kurz zu meinem Hintergrund. Ich beschäftige mich seit Jahren, seit 20, 30 Jahren mit Steuerfragen, bin aber erst so im Laufe der Zeit auf das Thema Unternehmenssteuern geraten und auf diese Steuervermeidung. Meine Erfahrung in der Politik ist, dass dieses Thema so kompliziert ist, dass es wahrscheinlich 3-4 Leute im Bundestag gibt, die sich überhaupt damit halbwegs auskennen. 2 im Europaparlament, so ungefähr. Und der Rest, das ist so kompliziert, dass es die meisten Leute einen Bogen um mich machen. Ich war auch 14 Jahre wirtschaftspolitischer Sprecher und habe auch mal einen Bogen um Unternehmenssteuern gemacht, weil es so komplex ist. Ich versuche aber trotzdem heute das Geheimnis zu lüften. Mal sehen, ob es mir gelingt. Ja? Ist das so kompliziert, dass ich dann das geht? Das ist eine schwere Frage. Ich sage nachher was zum System. Also wir werden auf die Systemfrage des internationalen Steuersystems kommen. Und ich kann vielleicht auch nachher mal was sagen zu dem sonstigen Steuerrecht, Einkommenssteuern, Vermögenssteuern und so weiter. Da gibt es wesentlich einfachere Modelle, viel einfachere Modelle auf der Welt. Das kann ich nachher sagen, mal ein bisschen was drauf eingehen. Gut, ich fange jetzt einfach mal an in medias res. Steueroasen. Was ist eine Steueroase und wie sieht das aus? Das ist eine Zahl, die ist jetzt 5 Jahre alt. Eine Schätzung vom Tax Justice Network, eine internationale Organisation von Experten, die sich mit internationalen Steuerfragen beschäftigen. Die sind auch Mitglied im deutschen Netzwerk Steuergerechtigkeit und deswegen arbeite ich da zusammen mit denen. Im Moment schätzt man mittlerweile 40 Billionen, aber damit man eine Größenordnung hat, der Gesamtwert der Welt wird auf etwa 200 Billionen geschätzt. Ja? Das ist also alle Vermögen der Welt, Grundstücke, Immobilien und Firmenwerte und Gebrauchsvermögen, das sind Yachten und Flugzeuge, Privatflugzeuge und ihre Hemden, die sie anhaben und Autos. Das alles zusammen gibt einen Wert von etwa 200 Billionen im Moment und davon liegen etwa 40 Billionen, also ein Fünftel etwa in Steueroasen mittlerweile. Also nicht unrelevant. Das hat mittlerweile einen Umfang angenommen, der selbst den Staatschefs großes Kopfzerbrechen beschert. Davon stammen ein Drittel etwa aus Entwicklungs- und Schwellenländern, was natürlich häufig ein zusätzliches Problem ist. Ich stelle mal Preisfragen, aber es gibt keine Preise. Also die erste Preisfrage ist, was glauben Sie, oder glaubt ihr, aus welchem Land das meiste Geld stammt? Was meinen Sie? Brasilien? China. Also die Milliardäre aus China bringen ihr Geld in Steueroasen in Sicherheit. Weil sie für den Fall der Fälle, ne? Kann man sich ja denken. Es geht gar nicht unbedingt nur um Steuerfragen. Für die Entwicklungsländer ist das Ganze natürlich katastrophal.
Man schätzt, dass aus den Entwicklungsländern alleine an Verlusten, Steuerverlusten, allein an Kapitaltransfers aus den Entwicklungsländern 2 bis 3 Mal so viel ins Ausland gebracht wird, wie die gesamte Entwicklungshilfe ausmacht. Das heißt, wir haben einen ständigen Abfluss von Kapital aus den Entwicklungsländern, insbesondere von Machthabern, korrupten Machthabern, Magnaten aus Rohstoff, also Leuten wie hier Scheichs natürlich in Saudi-Arabien und so weiter und so fort, aber auch viele korrupte Leute, die Waffengeschäfte machen, Drogengeschäfte und so weiter, die dann irgendwo untergebracht werden. Also, ja? Stammen die Zahlen aus den jetzigen Panama-Papers als Konsequenz oder waren die schon vorher? Wie bitte? Stammen die Zahlen jetzt aus den Panama-Papers? Nein. Ich sage nachher was zu den Panama-Papers, aber die Panama-Papers, das war eher ein Weckruf, sag ich mal so. Die Fakten, also den Vortrag halte ich schon seit 2 Jahren. Also da brauchte ich nicht die Panama Papers für. Kapitalflucht pro Jahr, das ist auch eine alte Zahl, 1,6 Billionen Dollar pro Jahr. Steuerverlust in Entwicklungsländern 160 Milliarden pro Jahr. Mittlerweile werden die auf 300 Milliarden geschätzt. Die aktuelle Zahl von Christian Mainzers vom Tax Justice Network. Also wie gesagt, die Entwicklungshilfe betrug damals noch 134 Milliarden, im Moment beträgt sie nur noch 99 Milliarden. Das heißt, die Steuerverluste der Entwicklungsländer haben sich verdoppelt und die Entwicklungshilfe selber ist um 1/3 zurückgegangen. Nur, dass man mal eine Vorstellung hat, was in den letzten Jahren passiert ist. Das ist dramatisch. Und wenn wir hier so viele Flüchtlinge haben, dann hat das auch ein bisschen was damit zu tun. Steuervermeidung Konzerne und Individuen. Deutsche Konzerne, man rechnet, dass aufgrund der Steuervermeidung von deutschen Konzernen der deutsche Staat mit Steuermindereinnahmen von etwa 30 Milliarden hat. Das ist nicht unerheblich, das ist fast schon die Höhe des Verteidigungshaushaltes. US-Konzerne, 2,4 Billionen Gewinne aus der EU. Es geht jetzt gar nicht um ihre Geschäfte in den USA, sondern von US-Konzernen nur in Europa. Sie sind deponiert in Steueroasen wie Bermudas, Kaimaninseln und ähnliches. Die dürfen die nicht in die USA zurückbringen, dann müssen sie versteuern in der USA. Aber Europa lässt sich das gefallen, wenn sie nur 3% machen. Das werden wir nachher sehen, wie das funktioniert. Individuen in Deutschland, aus Deutschland. Also, das ist einer der ganz großen Skandale. In Deutschland lagern 3 Billionen Auslandskapital, die nirgends versteuert werden, überwiegend. Das ist Geld von Ausländern, das hier in Deutschland lagert. Also Deutschland ist eine der größten Steueroasen der Welt. Das ist immer wenigen bewusst bei dieser Debatte. Das ist Geld von allen möglichen. Also da sind Schwarzgelder drin von Waffenverhändlern, von Drogengeschäften, von allen möglichen. Aus der dritten Welt, China sehr viele, die ihr Geld in Deutschland unterbringen. Warum in Deutschland? Hier in Deutschland gibt es ganz wenig Zinsen und ein großer Teil davon mit angelegten Staatsanleihen. Warum legen Leute, die Staatsanleihen werden im Moment nicht mehr verzinsen in Deutschland, wenn man sie neu aufnimmt. Warum legen Leute in Deutschland Geld in Staatsanleihen an? Was glauben Sie? Weil es sicher ist. Natürlich. Deutschland gilt als besonders sicher. Und man glaubt, dass es gut untergebracht ist. Und außerdem gibt Deutschland keinerlei Informationen ins Ausland über, an die Finanzbehörden der Länder, aus denen die Leute kommen, liefert Deutschland keinerlei Informationen. Also das Problem, was wir mit der Schweiz haben, haben andere Länder mit Deutschland genauso. Deutschland liefert bisher keinerlei Informationen über ausländisches Geld hier in Deutschland. Das ist, also sie brauchen noch nicht mal Steuern zahlen. 400 Milliarden Euro Schwarzgeld von Individuen in Steueroasen insgesamt, aus Deutschland alleine. Also man schätzt, dass Deutsche wiederum, also das war Auslandskapital in Deutschland und Deutsche wiederum haben 400 Milliarden in anderen Steueroasen. Das ist die Kehrseite der Geschichte. Größenordnung ja. Schweiz, wenn man das im Verhältnis sieht, also wie viel Schwarzgeld lag wohl in der Schweiz? Habe ich jetzt die Zahlen nicht. Ja, aber ist es mehr oder weniger? Weniger. Ich schätze, es ist noch mehr. Ich schätze, dass Schweiz einer der, also Schweiz gilt ja als das sicherste Land der Erde
war seit 150 Jahren nie in einen Krieg verwickelt. Also das ist der Hauptgrund, warum so viel in die Schweiz geht, gar nicht wegen der Steuergesetzgebung, sondern weil man glaubt, dass man in der Schweiz, das, nirgends ist es so sicher wie in der Schweiz. Das wird noch mehr sein. Aber wir kommen nachher auch auf die Reihenfolge der Steueroasen. Hier, das ist der Financial Secrecy Index, der wird alle 2 Jahre erstellt. Da wird gesagt, die Bewertung der Länder in ihrer Eignung als Steueroase in der Reihenfolge, da wird bewertet einmal die Menge des Kapitals, das untergebracht wird, und dann aber auch der Secrecy Score, das heißt, wie hoch ist die Geheimhaltungsstufe, weil für die Eignung als Steueroase dient natürlich ganz entscheidend, dass es geheim ist, dass man keine Informationen rausgibt, dass die Sachen vertraulich gehalten werden. Man sieht immerhin, dass Panama auf Platz 14, oh nee, jetzt habe ich es falsch gemacht, man sieht, dass Panama auf Platz 14 ist hier unten, ne? Und man sieht, dass Deutschland, wo ist es? Hier, auf Platz 8 ist. Ja? Also wir liegen deutlich vor Panama, wir brauchen uns nicht über Panama aufregen. Die Schweiz ist natürlich an erster Stelle, an zweiter Stelle die USA. Nicht für US-Bürger. US-Bürger können in der USA nichts unterbringen. Die müssen da, werden da ordentlich besteuert. Hier geht es um Gelder aus dem Ausland. Die USA möchte ja auch Geld anziehen. Ne? Also warum haben wir so geringe Zinsen beim Staat? Warum kriegt der deutsche Staat zurzeit kostenlos Geld und muss 0% Zinsen zahlen? Ich glaube, die letzten Staatsanleihen der Bundesregierung waren bei 0,1% Zinsen. Das heißt, die Leute, die Staatsanleihen gekauft haben, müssen jedes Jahr noch was zuzahlen. Die kriegen keine Zinsen. Warum? Weil wir so viel Auslandskapital haben, dass hier untergebracht werden möchte und sicher sein möchte. Also wir profitieren davon. Und so ist es bei anderen Ländern auch, die USA auch. Die gibt sich da sehr viel Mühe. Die hat extra Steueroasen in der USA, die besonders geheim sind. Das ist bekannt. Die beiden Hauptsteueroasen in den USA sind die Staaten Delaware und auf den, die kommen wir nachher noch, und Nevada. Die sind, haben besondere Gesetze. Also Steueroasen sind immer im Grunde Staaten oder völkerrechtliche Subjekte, die ein eigenes Steuerregime haben, das irgendwie ausgerichtet ist, besonders damit man Geld unterbringen kann. Entweder besonders gute Steuergesetzgebung oder besondere Geheimhaltung oder beides. Manchmal eignen sie sich besonders für Konzerne, um ihr Geld unterzubringen. Manche sind für Privatpersonen spezialisiert. Da gibt es also sehr große Spezialisierungen bei den Steueroasen. Das lasse ich jetzt mal weg. Die Folie habe ich rausgenommen, weil ich ein bisschen Zeit sparen will. Aber wichtig, also auch hier sind die diese Steueroasen sind auch sehr unterschiedlicher Art von ihren Charakteristiken. Das lasse ich jetzt aber weg. So. Jetzt kommen wir auf die Niederlande. Die Niederlande sind als Paradies der Konzerne bekannt. 12.000 ausländische Firmen, darunter 800 deutsche Firmen, die ihre Gewinne in den Niederlanden versteuern, indem sie dort Konzernzentralen oder Töchter untergebracht haben, in denen die Gewinne ausgewiesen werden. 85% davon Briefkastenfirma. Also eine Briefkastenfirma ist in der Regel eine Firma, die keine Beschäftigten hat. Besteht nur aus einem Briefkasten und einem Konto. Man kann Geld hin- und rücküberweisen, aber diese Firma kann Gewinne machen. Wenn die Firma auf den Bermudas ihren Sitz hat und man überweist dort immer die Gewinne hin, dann beweist dort die Gewinne aus, dann braucht man keine Steuern zahlen. Sehr praktisch. Die Frage ist nur, wie kriegt man die Gelder dahin? Das ist das Problem, weil das ist nicht immer erlaubt, ist nicht so einfach. Ja, 20 größten portugiesischen Unternehmen haben zum Beispiel ihren fiktiven Firmensitz in den Niederlanden, was für Portugal natürlich sehr, sehr bitter ist, weil das bedeutet, dass sie natürlich entsprechende Verluste an den Staatseinnahmen haben. Geheime Spezialabrechnungen mit der niederländischen Regierung und so weiter und so fort. Also die Niederlande ist ein besonderer, ist in Europa, hat einen, für Konzerne hat sie besondere Qualitäten. So, und jetzt komme ich zu dem Konzern, der als erster angefangen hat, das ganze System aufzubauen, der seit 20 Jahren den gesamten Konzern von Anfang an mit allen Methoden und Schikanen zum Zwecke der Steuervermeidung optimiert und konstruiert hat. Welcher ist das? IKEA. IKEA.
IKEA ist die Mutter oder Vater oder wie auch immer. Das ist die Firma, die praktisch, man kann schon fast sagen, das ganze System erfunden hat, was mittlerweile alle großen Firmen heutzutage machen. Die haben damit als erste angefangen. Besonders amüsant, weil IKEA, wenn man sich die Zeiten anguckt, ist der sozialste aller Konzerne, der ökologischste aller Konzerne. Selbst in China verkaufen sie Köttbullar, schwedische Köttbullar aus Ökoproduktion. Also völlig irre, was die machen. Sie sind absolut menschenfreundlich, bauen natürlich günstige Möbel. Und das alles machen sie nur, so steht das auf der Internetseite, weil sie es schaffen, kaum Steuern zu zahlen und das ihren Kunden zugutekommen lassen. Also sie sind da relativ offen. Ich habe monatelang über IKEA recherchiert und habe eine Studie veröffentlicht zu IKEA und war dann auch sehr gefragt, als die IKEA 40-jähriges Jubiläum hatte, durfte ich dann also Interviews geben. Und dann wurde ich gefragt, sind Sie der Hauptfeind von IKEA? Da habe ich gesagt, nein, ich bin nicht der Hauptfeind von IKEA. Ich finde, die Staaten müssen ihre Gesetze ändern. Ja? Nicht IKEA ist das Problem, sondern die Gesetze müssen geändert werden. Ja, was macht IKEA? IKEA besteht aus drei Unternehmensgruppen. Der IKEA, in der IKEA-Gruppe, der Inka-Gruppe und der Ikano-Gruppe. Diese drei Konzerne, alle unter Kontrolle der Familie Kamprad, das ist derjenige, der IKEA geschaffen hat, Ingvar Kamprad ist der Patriarch, der ist jetzt 90. Also es gibt mittlerweile drei Konzerne, die absolut nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie von einer Familie kontrolliert werden, die aber rege Geschäftsbeziehungen untereinander haben. Der große Vorteil ist, dass das wie unabhängige Konzerne ist und das ist für Steuergeschichten manchmal, wenn die Geschäfte zwischen denen laufen, ganz gut. Die Inka-Gruppe ist die größte Gruppe, dazu gehören die meisten großen Möbelcenter, die wir kennen von IKEA. Was man hier in Deutschland hauptsächlich von IKEA kennt. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 46 Möbelcenter in München auch, ne? Ja, klar. Der Sitz der Inka Holding, also der Dachholding des Inka-Konzerns, Inka kommt von Ingvar Kamprad, das ist sein Name, sitzt nicht in Schweden, sondern in den Niederlanden. Ne? 400 Töchter in aller Welt, die sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen. Gut. Diese Inka Holding gehört der Stiftung Inka, einer Stiftung in den Niederlanden. Die Stiftungszweck ist die Förderung von Möbeldesign. Das ist in den Niederlanden steuerbegünstigt. Und da haben sie da besonders günstig. Diese Inka-Stiftung ist die reichste Stiftung der Welt. Die hat noch etwa ein Drittel mehr Kapital als die Stiftung von Microsoft, also von Gründer Bill und Linda Gates. Ja? Man denkt immer, Microsoft ist Nummer eins. Nein, die größte Stiftung der Welt ist die Stichting Inka. Stichting heißt auf Niederländisch Stiftung. Dann haben wir zu Inter IKEA Holding. Das ist ein Konzern, der dann als zweites aufgebaut worden ist mit unheimlich vielen Unternehmensteilen. Auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Die gehört der Interogo Stiftung. Die Interogo Stiftung sitzt in Liechtenstein. Und dann gibt es die Ikano SA. SA heißt praktisch Aktiengesellschaft. Ein Konzern, der hat seinen Sitz in Luxemburg. In Schweden ist der einzige Unternehmensteil, der in Schweden ist, ist die Werbeabteilung. Die ganze Werbung, die ganze Aufmachung, die ganze Präsentation von IKEA im Internet und vor Ort und so weiter, das findet in Schweden statt, weil das müssen Schweden machen, weil die wissen dann, wie man Schweden darstellt. Alles andere findet man erst statt. Ja, jetzt gucken wir mal an, wie machen die das mit ihren Gewinnen? Da haben wir einen IKEA-Markt, zum Beispiel einen IKEA-Markt in München, der gehört der Inka Holding. Das könnte man denken, so ein Bau eines IKEA-Markts dauert, der braucht ja ein paar Millionen, könnte man sich überlegen, dieses Geld, die Inka-Stiftung ist ja die reichste Stiftung der Welt, die könnten ja sozusagen diesen Möbelmarkt finanzieren. Tun sie aber nicht. Dieser Möbelmarkt ist zu 99,8% fremdfinanziert über Finanzmärkte. Warum? Naja, wenn man fremdfinanziert, dann muss man natürlich Kapital aufnehmen und für das Kapital muss man Zinsen zahlen. Also zahlen diese IKEA-Märkte etwa
Man schätzt bis zu 50% ihrer Gewinne in Form von Zinsen ins Ausland. Die landen dann bei den Kreditgebern, die Kreditgeber leihen sich das Geld wieder irgendwo her. Und wenn man das über mehrere Stufen macht, dann kann das Geld durchaus von der Inka-Stiftung oder von der Ikano, das ist hier die Finanzgruppe, kommen. Aber der Gewinn findet dann irgendwo statt. Ob auf den Bermudas oder in Luxemburg oder in Liechtenstein oder sonst wo. Entscheidend ist, wie kriegt man, und das ist ja nach deutschem Gesetz nicht so einfach, wenn die Gewinne in Deutschland erwirtschaftet werden, dann kann man sie nicht nach dem Ausland, dann müssen sie in Deutschland versteuert werden. Man muss also dafür sorgen, dass die Gewinne nicht in Deutschland erwirtschaftet werden. Wenn man jetzt horrende Zinsen zahlen muss, dann fallen in Deutschland weniger Gewinne an. Logisch. Das sind ja Ausgaben für die Firma. Also sind die Gewinne niedriger. Ja, das ist der erste Trick, der sogenannte Zinstrick. Diese Tricks habe ich mir nicht erfunden, die habe ich auch nicht bei IKEA gelernt, sondern es gibt ein Handbuch der OECD, der Organisation der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der entwickelten Länder, also die Dachorganisation aller entwickelten Länder, die OECD, und die hat ein Handbuch ausgegeben über Tricks der Steuervermeidung. Und in diesem Handbuch ist beschrieben, wie Konzerne das machen, und da steht das alles drin. Und wenn man sich das anguckt, das Handbuch, und die einzelnen Kapitel durchliest, sieht man, dass es wie eine Blaupause auf den IKEA-Konzern passt. Ja, jetzt gibt es natürlich einen Haufen Fabriken. IKEA macht ja sein Geld zur Hälfte mit Möbeln in diesen IKEA-Märkten, die andere Hälfte sind die Accessoires. Die Accessoires werden meistens billig eingekauft in Südostasien, in Bangladesch, in Vietnam, ziemlich viel und so weiter. Häufig durch Zulieferanten, die haben etwa 1000 Zulieferanten. Und darüber machen die Märkte an sich ihre Gewinne. Die Möbel werden von IKEA-eigenen Fabriken produziert. Das Holz kommt aus Russland, also aus Sibirien und Karelien. Karelien ist Nordeuropa, ne? Die Wälder in Nordeuropa. Karelien gehört ja zum Teil auch noch zu Finnland, aber überwiegend zu Russland. Da kommt das Holz her, die Wälder gehören IKEA. Und die werden dann produziert in Fabriken, häufig in Osteuropa. Nehmen wir mal das schöne Billigregal. Haben Sie wahrscheinlich schon mal von gehört, vielleicht hat jemand ein Billigregal. Das Billigregal wurde früher, das wurde mal in der DDR produziert unter Zwangsarbeitverhältnissen. Das ist dann aber nicht mehr möglich nach 1990. Dann wurde das nach Lettland verlagert, weil da die Steuer einfach weniger Steuern anfielen. Mittlerweile hat man das aber verlagert vor ein paar Jahren nach Weißrussland. Weil in Weißrussland gibt es nun mal gar keine Gewerkschaften, ist ja nicht EU. Und ist ja die letzte Diktatur in Europa. Und Weißrussland hat auch besonders niedrige Steuern. Wie erreicht man jetzt, dass die Steuern in Weißrussland an... Oh, Entschuldigung. So weit wollte ich noch nicht. Wie erreicht man es, dass die Steuern in Weißrussland anfallen und nicht in Deutschland? Nun, das ist der sogenannte Verrechnungspreistrick. Es ist so, dass Welthandel, man schätzt, dass vom gesamten Welthandel 50% des Welthandels findet nicht zwischen Firmen statt, sondern Konzernintern. Das heißt, VW kauft Motoren von einer Tochter in weiß ich wo, Ungarn. Und verkauft die Autos dann an eigene Vertriebsgesellschaften in China und so weiter. Der Handel findet zu 50% mittlerweile innerhalb von Konzernen statt und nicht mehr zwischen Konzernen. Der Trick dabei ist, man kann relativ die Preise gestalten, flexibel. Weil die Frage, wie viel ein Produkt wert ist, ist relativ schwer zu bestimmen. Also wie viel ist so ein Computer wert, wenn er auf dem Handel ist? Der gleiche Computer von Lenovo kostet nur ein Drittel von dem, was es in Apple kostet. Aber woher weiß der Finanzbeamte das? Problem. Noch schlimmer ist es, wenn ich so die sogenannten immateriellen Werte, also ein Hemd von Gucci, das gleiche Hemd ohne den Namen Gucci ist nur ein Drittel wert.
Ja? Das heißt, der Hemd von Gucci, der wesentliche Teil des Wertes ist nicht das Hemd, sondern der Name, das Label. Das nennt man immaterielle Werte. Und solche immateriellen Werte müssen, die Finanzbeamten müssen jetzt feststellen, wenn sie ein Hemd von Gucci gehandelt wird, müssen die feststellen, aha, wo ist der Wert dieses Gegenstandes produziert worden, wann und durch wen. Das ist natürlich nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn es sich um Label handelt. Und der Name Gucci ist im Laufe von jetzt mehreren 20 Jahren entstanden. Der ist durch Werbeabteilungen irgendwo produziert worden, durch die Vermarktungsorganisation. Also wo ist dieser Wert entstanden eigentlich? Sehr schwer nachweisbar. Genau. Also bei den Billigregalen, bleiben wir mal dabei, die Billigregale werden so teuer verkauft an die deutschen Filialen, dass die Gewinne in Weißrussland bleiben und nicht in Deutschland landen. Ergebnis ist, sie werden in Weißrussland versteuert und in Weißrussland werden sie entsprechend günstiger versteuert. Das ist der zweite Trick, der Verrechnungspreistrick. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Firma, die in den Niederlanden ist, die heißt Inter IKEA Systems. Eine Firma mit 300 Mitarbeitern, die beschäftigt ist damit, den Namen IKEA zu pflegen. Ja? Die kümmert sich also um die Weiterentwicklung der Idee IKEA. Warum? Nun, das funktioniert so, alle IKEA-Märkte und alle Fabriken und alle anderen Firmen weltweit, das sind auch viele, die nicht zum IKEA-Konzern gehören, alle, die den Namen IKEA benutzen, müssen dieser Firma in den Niederlanden, Franchising-Gebühren, Lizenzgebühren bezahlen. 3% des Umsatzes. 3% des Umsatzes bei einem Gewinn von 10%, das ist ja ganz ordentlich, bedeutet 3% des Umsatzes 30% der Gewinne. Das heißt, 30% der Gewinne marschieren von allen Firmen, die mit IKEA zu tun haben, zu dieser Firma. Die Firma hat nun eine besondere Eigenschaft und das nennt sich Patentbox. Hat jemand eine Ahnung, was eine Patentbox ist? Sie sehen nur Kopfschütteln. Also eine Patentbox, es gibt auch noch andere Arten von Boxen, aber ich stelle mal hier nur die Patentbox vor. Also die Patentbox sieht so aus, wenn die meisten Staaten wollen nicht unbedingt Produktionsfabriken bei sich haben, das ist nicht das Hauptwichtige, weil die kann man jederzeit verlagern in andere Länder. Als wir von Motorola, wir haben mal mit vielen Millionen in Schleswig-Holstein gefördert, dass Motorola eine Fabrik in Flensburg gebaut hat, und dann haben sie wieder geschlossen, die war wieder weg und woanders. Das bringt nicht viel. Wenn ich aber die Entwicklungszentralen habe, wo die kreativen Köpfe sitzen, die können sie nicht einfach verlagern. Also wollen sie Firmen haben, die Entwicklung machen, die immaterielle Werte produzieren. Und solche Firmen werden besonders gefördert. In den Niederlanden ist es so, dass wer eine Patentbox hat, zahlt nicht 25% Unternehmenssteuer auf den Gewinn, sondern nur 5%. Das ist eine Steuervergünstigung. Diese Firma hat die Patentbox, weil sie kreativ den Namen IKEA weiterentwickelt. Damit ist aber nicht Schluss. Ingmar Kamprad hatte im Jahre 2012 noch eine andere Idee. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Er kam auf die Idee, dass es ja der Name IKEA, der gehörte ja wem? Ihm. So. Und dann hat er folgende Idee gehabt, ich schenke den Namen IKEA der Interrogo-Stiftung in Liechtenstein. So, und was hat die Interrogo-Stiftung damit gemacht? Die hat dieser Firma, die kreativ den Namen IKEA weiterentwickelt, hat sie den Namen verkauft. Kaufpreis 9 Milliarden Euro. Ja? 9 Milliarden Euro. In der Zeitung stand dann, IKEA verkauft sich an sich selber. Was ja ganz zutreffend ist. Was ist dahinter? Naja, diese Firma hatte gar keine 9 Milliarden Euro. Diese Firma hat sich diese 9 Milliarden Euro von der Interrogo-Stiftung geliehen. So, was passiert dann? Diese Firma muss jetzt jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro Zinsen an diese Firma zahlen.
Und das bedeutet, dass 500 Millionen des Gewinns von dieser Firma, von den ganzen Franchise-Gebühren, an diese Firma landet. Und diese Firma ist eine Familienstiftung in Liechtenstein, unternehmerisch nicht tätig. Und deswegen muss sie in Liechtenstein nur eine Pauschalsteuer von 1200 Schweizer Franken im Jahr zahlen. Als ich das entdeckt habe, habe ich auch dreimal nicht geglaubt, was ich da entdeckt habe. Wenn man das so liest, dann, naja. Das ist echt eine schöne Geschichte. Ja. Also Kamprad ist wirklich voller Ideen. Das ist ein richtig kreativer Mensch. Ja, dann gibt es die Icano Bank. Die gehört zu, unter anderem vergibt die Icano Bank auch Kredite an die Finanzmärkte und die landen dann zur Finanzierung der IKEA-Märkte. Das heißt, die Gewinne landen dann hier. Das ist aber nicht so das Entscheidende. Die Icano Bank gibt auch Kundenkredite, die gehört zur Icano SA und Finanzmärkte. So, aber jetzt kommt's: die Icano Bank vergibt Kundenkredite. Und das funktioniert so, es gibt so schöne IKEA-Karten. Man hat so rote IKEA-Karten, man kann auch ein IKEA-Konto haben, da kann man auch Geld aufnehmen und so weiter. Das ist fast wie eine Scheckkarte. Das alles mit günstigen Zinsen natürlich und so. Und das kennt man ja von den Autokonzernen, dass man plötzlich extrem billige Zinsen von Autokonzernen kriegt, wenn man ein Auto kauft. Das wird so gemacht. Oh. Ja. So. Also die Kanomarkt vergibt die Kundenkreditkarten und so weiter. Und die IKEA-Märkte zahlen dafür. Das bedeutet nichts weiter, als dass die IKEA-Märkte Geld an die Icano Bank überweisen aus ihren Gewinnen. Und damit wiederum Teile der Gewinne über die Kreditkartengeschäfte bei der Icano Bank landen in Luxemburg und dort steuerbegünstigt weiterverarbeitet werden. Und jetzt kommen wir zu einer ganz hübschen Sache. Jede Firma, jeder Supermarkt, alles muss versichert werden. Wird auch von der OECD beschrieben als der neueste Trick. Im letzten Bericht taucht das auf. Dann habe ich gedacht, gucke ich mal bei IKEA nach und sieh an. IKEA hat auch tatsächlich angefangen, eine eigene Versicherungsunit aufzubauen. Und versichert ihre gesamten Fabriken, Geschäfte und so weiter nicht bei anderen Versicherungen, sondern bei ihrer eigenen Versicherung. Das Hübsche ist, man kann dann natürlich die Versicherungsprämien frei gestalten. Und über die Versicherungsprämien landet dann Teile der Gewinne der IKEA-Märkte bei der Icano Insurance Unit in Luxemburg. So, aber wie kommen sie aus Luxemburg raus? Nun, die Icano Insurance Unit hat eine Rückversicherung mit Sitz auf Curaçao. Und die Rückversicherung in Curaçao wiederum ist steuerbegünstigt. Und auf die Art und Weise muss diese Insurance Unit sich rückversichern auf Curaçao, wenn sie mal Versicherungsschäden hat, die sie selber nicht bezahlen kann, wenn die so horrende wegen Taifun oder Tornado, dann muss sie ja eine Rückversicherung haben, wie alle Versicherungen. Ja, und diese Rückversicherung gehört auch IKEA. Und so schließt sich der Kreis. Ja, das war ein kurzer Überblick über die sieben schönsten Tricks, die von der OECD beschrieben sind, am Beispiel IKEA. Ja? Darf ich kurz fragen? Die Versicherungsraten seien sehr niedrig. Wo bekommt die Gruppe dann diese Unit das Kapital her, wenn man einen Versicherungsfall eintritt? Dann muss sie ja zahlen. Nein, die Versicherungsleistungen sind entsprechend hoch. Man will ja die Gewinne rauskriegen aus Deutschland. Man will aus den Industrieländern, die noch relativ gute Steuersysteme haben, wie Deutschland mit 30% Unternehmenssteuern, will man die Gewinne heraushaben in Ländern, wo nur 5% bezahlt wird. Oder 10% wie in Zypern oder 12% wie in Irland. Ja? Also es gibt noch viele andere Dinge, die machen. Die haben auch machen auch Geschäfte mit Irland und mit Bermudas und weiß ich was. Also die Verwaltungskosten dieser Firmen. Das scheint sich zu lohnen, ja. Zwei Fragen. Zum einen, können Sie lauter sprechen, ich bin schwer. Das Modell, was Sie am Anfang gezeigt haben, also als nur IKEA Märkte und IKEA Holding auf der Folie waren, ja. Das hat man in Deutschland mittlerweile wieder eingekriegt.
Da hat man was? Das hat man meistens in Deutschland keine Kredite. Die Kredite laufen nicht innerhalb von Deutschland, sondern das sind Kredite, die vom Ausland kommen. Und wenn Sie im Ausland eine Firma haben, die sich da den Kredit holt, ein Eigengeschäft machen sozusagen, dann läuft das nicht mehr so einfach. Deswegen verstehe ich das jetzt hier nicht. Oder ist das mittlerweile wieder rückgängig gemacht worden? Es gibt eine Zinsschranke in Deutschland, die ist eingeführt worden, aber die Zinsschranke betrifft geht so, dass man, ich glaube, nicht mehr als 30% der Investitionen des Kapitals in Form von Zinsen. Das heißt, es gibt eine Schranke, die eingebaut worden ist. Die hat auch, führt auch dazu, dass diese Konzerne dann eben gezwungen waren, nicht alles über die Zinsen zu machen, sondern sich auch andere Tricks auszudenken. Ne? Ja, aber das sind die anderen Finanzkrisen, die gezeigt haben, ja die Konsequenz. Ja, es gibt immer noch erhebliche, also ich gehe davon aus, nach meiner Studie, dass international sagt die OECD, dass der Verrechnungspreistrick der ist, der am meisten bringt. An zweiter Stelle kommen die Lizenzgebühren und an dritter die Zinsen. Aber ich habe mein Eindruck von den Zahlen, die ich von IKEA kenne, ist, dass bei IKEA die Zinsgeschichte am meisten bringt. Weil die wirklich zu 100% sich fremdfinanzieren. Macht IKEA auch den Rechercheur für die relativ einfach. Ich glaube, treten ja alle unter ähnlichem Namen auf. Ja. Also. Sie betreiben das Ganze auch vollkommen offen, offensichtlich. Was? Sie betreiben das Ganze ja auch vollkommen offen. Es ist nicht so, dass das nicht nachvollziehbar ist, aber ein Finanzbeamter muss ja in jedem einzelnen Fall nachweisen, dass gesetzeswidrig gehandelt ist. Und das System, was ich hier beschrieben habe, ist überwiegend gesetzlich legal. Die Frage, wie weit es legal ist, ist immer eine Frage der Auslegung. Also bei einer Anhörung im britischen Unterhaus, wo dieses Thema diskutiert worden ist, im entsprechenden Finanzausschuss, da war eine der größten Unternehmensberatungen der Welt eingeladen, da wurde er gefragt, ist denn das, was Sie machen, legal? Und dann sagte er ganz offen, für uns ist legal, wenn wir die Chance, den Prozess gewinnen, bei 50% liegen. Ja, weil dann kann mir niemand vorwerfen, dass ich kriminell bin oder dass ich bösartig was Illegales gemacht habe, sondern ich habe mich nur geirrt. Gut, das war das Haus IKEA. Gucken wir mal andere an, Beispiele Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat fast 1000 Töchter, merkwürdig. Davon sind 105 auf den Kaimaninseln. Davon sind 398 im US-Staat Delaware, einer der bekannten Steueroasen in den USA. Viele Briefkastenfirmen, also in Delaware gibt es Häuser, da sind 20.000 Firmen drin. Und die sind nicht mal besonders groß. Meistens sitzt da nur eine Sekretärin. 20.000 Firmen. Was macht die? Gar nichts. Die ist nur da, wenn man Anruf kommen sollte oder wenn man vorbeikommen sollte, um zu sagen, ja, wenden Sie sich an die und die Firma da dorthin. Da passiert nichts. Also in Luxemburg, jetzt bei dem Luxemburg-Skandal, da war es ja so, dass das Fernsehen da war und hat so ein Haus besucht, weil sie eine Filiale von ich glaube, von E.ON gesucht haben und von RWE, nee, RWE war das, und dann sagte die Sekretärin, die da saß, ja, da kann ich nichts drüber sagen, die Firma sitzt in, da müssen Sie in Düsseldorf fahren. Haben Sie alles gefilmt, war im Fernsehen. Hauptniederlassung von Deutsche Bank, Deutsche Bank ist ja deutsch, die hat eine Hauptniederlassung in Amsterdam als Steuervermeidungsdienstleister und sie hat eine Tochter, das ist auch hübsch, auf den britischen Jungferninseln, die heißt Regular Limited. Ich finde den Namen so schön. Andere Konzerne, Bayer. Bayer ist Nummer 1 im deutschen DAX, also der größte aller deutschen Konzerne, Bayer AG. Man kennt das nur vom Fußball, Bayer Leverkusen. Ne? Ja, Bayer hat 1990 noch eine Gewerbesteuer in Leverkusen von 123 Millionen Euro bezahlt.
2015 haben sie noch 28 Millionen bezahlt. Als sie von der Stadt fragte, warum, sagten sie, eine geänderte regionale Ergebnisverteilung. Das heißt, man hat die Gewinne woanders ausgewiesen. Ja, ich überspringe mal jetzt weiter. Starbucks, das war der Konzern, ist nicht das war die Methode. Was? Was? Nochmal zurück, da wurde die Methode erklärt. So. Achso, Methode. Ja, die haben eine Bayer Global Investments in den Niederlanden gegründet. Diese Firma hat die Patentbox, darüber habe ich schon geredet. Dort werden Markenrechte und Patente von Bayer Leverkusen sowie andere Auslandsinvestitionen in USA und Frankreich untergebracht. Was war da mit der Patentbox? Das wollten Sie erklären? Das habe ich vorhin erklärt. Patentbox heißt einfach, dass man eine extreme weniger Unternehmenssteuern bezahlen muss, wenn das eine Firma ist, die zum Hauptzweck kreative Erfindungen macht. Patente sozusagen. Aber die muss keine Patente machen, die muss nur kreative Leute haben. Ja? Wir kommen gleich nochmal dazu. Ja, Starbucks ist nur deswegen interessant, weil wir haben die Kampagne von Attac, die erste Kampagne mit Starbucks gemacht, weil Starbucks bekannt war, dass sie jahrelang Gewinne machten und niemals Steuern gezahlt haben, null. Und dann wurde das bekannt und auch durch solche Geschichten. Und seit 2005 keine Gewinnsteuern, aber der Konzern wurde immer größer. Man fragte sich dann wie, auch durch hohe Lizenzgebühren und Eigenkapitalträgs und Verrechnungspreise mit ihren Kaffeelieferanten aus Schweiz. Dann haben wir eine Kampagne gemacht und haben diese Gutscheine ausgegeben, die man hier so schön sieht, vor Starbucks-Märkten. Da steht dann drauf Sparbucks, also nicht Starbucks, sondern Sparbucks, damit wir rechtlich nicht angreifbar waren. Und da stand dann drauf, Starbucks entschuldigt sich, dass sie noch nie Steuern gezahlt haben und sie wollen den Kunden jetzt was zurückgeben und deswegen kann man einen kostenlosen Kaffee kriegen. Und man kriegte natürlich keinen Kaffee und dann kamen die Leute raus und fragten, warum man keinen Kaffee kriegt und haben ihnen das erklärt, wie das im Starbucks läuft. Und das war die erste Kampagne, da haben wir sehr viel Presse gekriegt und damit wurde das Thema zum ersten Mal in Deutschland wirklich in die Öffentlichkeit getragen. Das war also ein langer Weg, damit haben wir angefangen, deswegen habe ich das immer noch dargestellt. Ansonsten ist das eher ein kleiner. Ja, Steuer, also Luxemburg, das war Luxemburg Leaks, das waren ja auch zigtausende Papers aus Luxemburg, die bei einer Steuerberatung waren, die dann ins Internet gestellt worden sind von einem Whistleblower, nennt man das. Also einer, der verraten hat aus seiner eigenen Firma, was bei ihnen läuft. Da waren massenhaft internationale Konzerne bei, das ist hier beschrieben. Da haben dann eine ganze Reihe von internationalen Zeitungen gemeinsam recherchiert. Interessant war unter anderem, dass da staatliche Pensionskassen aus Kanada und Südkorea erwischt worden sind, die zum Beispiel in München, in Berlin, in Hamburg ganze Straßenzüge aufgekauft haben, Immobilien. Und die Mieten wurden über Luxemburg so bereinigt, dass die Gewinne von den Mieten nicht bezahlt wurden in Deutschland und damit die Pensionskassen in Kanada und Luxemburg Geld sparen, in Südkorea Geld sparen. Also das System ist so weit, dass es auch staatliche Pensionskassen erfasst hat. Dass die in der Luxemburg die Namen, die da aufgeführt sind, was? Gelten die als Entdecker der Machenschaften? Oder? Nee, das waren Konzerne, von denen Papiere aufgetaucht sind. Das war ja bei der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Ja, aber die ICU auch, ich meine, das sind doch. Ja, die gibt es bei uns auch. Und das waren Papiere der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers und diese Konzerne hatten das Pech, dass sie in Luxemburg bei PricewaterhouseCoopers Beratung angenommen haben und dann wurden die ganzen Dokumente, das waren Generalstabspläne, wie man Steuern verschieben muss, teilweise über 5 Länder hin und her. Und mal ein Beispiel. Einer der berühmten Tricks hat den schönen Namen, Moment, jetzt fällt mir nicht ein, Irish Sandwich with Dutch, ich weiß nicht mehr, irgendwie so, aber jedenfalls irgendwie war das ein Sandwich, also mit Irish und Dutch, Dutch ist holländisch, und das funktionierte so, eine deutsche Firma wollte das Geld
rauskriegen aus Deutschland nach Amerika, und dann machte man das so, dass man das Geld transferierte nach Niederlande, nach Irland an eine Firma in Irland, von Irland eine Firma in den Niederlanden, von Niederlanden wiederum eine Firma in Irland, die aber ihren Sitz auf den Bermudas hat, was nach irischem Recht möglich ist, und von dort dann an die USA. Also das war die Konstruktion, und diese Konstruktion lief über Jahre. IKEA hat die auch genutzt, und auf die Art und Weise wurde das Geld sozusagen, die Gewinne, so gewaschen, bis man die transferiert kriegte. Mittlerweile ist diese Steuerlücke aber geschlossen. Aber nur mal als Beispiel. Solche Generalstabspläne, wie man Dinge konstruiert, beruhen im Wesentlichen darauf, dass die verschiedenen Länder unterschiedliche Gesetzgebungen haben. In dem einen Gesetz zum Beispiel ist eine bestimmte Art von Kapital Eigenkapital. Im anderen Land ist die gleiche Art Fremdkapital. Zum Beispiel, wie heißen die Dinger? Ist ja egal. Ich komme jetzt nicht drauf. Bertelsmann hat sowas. Vermögen. Inhaberschuld. Nee, nicht Inhaberschuld, aber sowas ähnlich. Ja, egal. Also es gibt einfach, die Gesetze der Länder sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Rechtsobjekte. Die Frage, wer ist am begünstigt, das ist unterschiedlich definiert in den verschiedenen Ländern. Wer ist der Eigentümer? Wer ist der Berechtigte? Und so weiter. Das sind Definitionen, die in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden. Und wenn man dann die Gesetzeslücken auslupft und das Geld hin und her transferiert, dann kriegt man eben solche Situationen, dass die Dinge nicht steuerlich erfasst werden. Und solche Lücken, da sitzen mittlerweile internationale Unternehmensberatungen dran und arbeiten die systematisch mit Hunderten von Anwälten und Steuerberatern und Experten aus. Sobald eine Lücke macht, also ich habe dem Finanzminister neulich ein Gespräch im Finanzministerium, Heiko Maas war das, vor 2 Wochen war ich bei Heiko Maas, hat mir ein Gespräch und da sagte Heiko Maas, ja, wir haben über die Lücken geredet, und dann habe ich ihm gesagt, jede Lücke, die irgendwo, eure Steuerbeamten entdecken die 5 Jahre später, aber jede Lücke, die erlässt, wird irgend von einer dieser Agenturen gefunden und wird systematisch genutzt. Es ist nicht mal zufällig, dass da einer was macht, sondern die Konzerne nutzen alle Möglichkeiten systematisch und generalstabsmäßig. Das ist das Problem. Gut, also hier ist das Beispiel: Amazon, Pepsi, FedEx, E.ON, Deutsche Bank, Fresenius Medical Care, das sind Heinz Ketchup, der größte Ketchup-Produzent der Welt, Procter & Gamble, British American Tobacco und so weiter. Also das ist aber Zufall, weil das gerade Firmen waren, die in Luxemburg sich von PricewaterhouseCoopers beraten ließen. Panama Papers, das war bisher der größte Leak. Da wurden 2,6 Terabyte, also nicht Milliarden, Megabyte ist Millionen, Gigabyte Milliarden, Terabyte ist Billionen. 2,6 Billionen Seiten wurden ins Internet gestellt und durch einen Whistleblower und das an die Süddeutsche Zeitung gesandt. Und die hat dann mit einem ganzen Konsortium von internationalen Zeitungen gemeinsam gearbeitet, in der Auswertung 1 Jahr, und dann ist das Ganze so aufgekommen. Ich war dann auch bei einigen Dingen, haben sie mich dann auch interviewt und gefragt, gerade bei einigen Firmen, mit denen ich mich auch beschäftigt hatte, es ist nichts Neues rausgekommen. Also es ist nicht irgendetwas, was nicht schon vorher von der OECD beschrieben worden ist. Es ist auch nicht so, dass dort besonders große Fälle aufgetaucht sind. Das, was Panama Papers ist, ist eher das Kleinvolk. Ja? Aber es ist natürlich, hat eine riesen Presse gemacht und war natürlich eine gute Chance für alle NGOs, also Nichtregierungsorganisationen wie ATTAC oder Netzwerk Steuergerechtigkeit oder so, die mit uns zusammenarbeiten, war natürlich eine gute Möglichkeit, das ganze Thema jetzt wieder hochzuziehen und nochmal auch Druck auf die Regierung auszuüben. Nun macht endlich was. Und es war ja auch so, dass Schäuble sofort gesprochen hat, jetzt legen wir aber los. Ja, so, machen wir mal weiter. HSBC. HSBC ist die größte Bank Europas. Hongkong Shanghai Bank ist eine britische Bank, also ist nicht chinesisch, wie man denken sollte, sondern stammt noch aus der Kolonialzeit. Ist eine britische Bank. Hier ist der ehemalige Sitz in Shanghai, aber die sitzt jetzt in London. Ne?
Die, das ist eine tolle Bank. Zum Beispiel ist sie Nummer 1 bei islamischen Anleihen. Man weiß ja, dass nach dem Koran darf man keine Gewinne machen. Deswegen werden Anleihen nach dem Koran über das Ajo finanziert. Man macht so viel das Ajo, dass man hinterher keine Zinsen zahlen muss. Also man zahlt praktisch die Zinsen vorab über das Ajo. Und das nennt sich dann Koran-Konferenz. Egal, aber interessant ist, es ist die größte Bank, die die ganzen Scheiß mit solchen Krediten versorgt, oder die ganzen islamischen Länder nicht in Arabien sitzt, sondern dass die in London sitzt. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die HSBC hat wirklich eine tolle Geschichte. Die 2010 musste sie eine Strafe von 381 Millionen Euro in Frankreich zahlen für illegale Scheckgebühren. 2012 kriegte sie eine Strafe von 1,9 Milliarden US-Dollar in den USA wegen, das ist jetzt wörtlich aus dem Urteil, durch und durch versauter Unternehmenskultur. Ja. Was war das? Pervasively polluted, eigentlich. Tatsächlich hat sie Geldwäsche für Terroristen und Drogenhändler gemacht. Deswegen hat die USA sie zu 1,9 Milliarden verurteilt, was aber nur ein Bruchteil ihres Jahresgewinns war. 2016 gab es einen Deal in den USA, 470 Millionen hat sie Bußgelder gezahlt, wegen Zwangsverkäufen von privaten Häusern in den USA, die illegal waren. 2015 war dann der Swissleaks-Skandal, da wurden Daten von 106.000 Kunden im Wert von 100 Milliarden öffentlich angelegt. Zitat der französischen Untersuchungsbehörde, die Daten zeigten das Bild einer kriminellen Organisation. Finanzierung von islamischem Terror, Kindersoldaten in Afrika, Diktatoren, Blutdiamanten, Drogen und Betrügern aller Art, Süddeutsche Zeitung. Nur mal, dass man eine Vorstellung hat, was abgeht. Das ist die größte Bank Europas. Kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch so weitergeht. Ja, das frage ich mich auch. Bilanz 2,6 Billionen Dollar. Jahresbilanz. Bilanzsumme. Konzerne, die systematisch Steuern machen, kommen wir nach Deutschland, E.ON. E.ON ist der größte Energiekonzern der Welt. Ja? Bayern ist ja auch bei E.ON, mit E.ON versorgt. Ja. Die sind auch beim Luxemburgs Leaks massiv aufgeflogen und dann kamen da auch raus. Die hatten dann auch noch Probleme, weil sie eine Briefkastenfirma in Luxemburg haben, über die sie Milliarden im Ausland an Krediten vergeben hat und Gewinne ausgewiesen hat. Und die hatte auch noch die Patentbox. Das heißt, sie zahlte nur nach luxemburgischem Recht 6% Steuern. Der Witz war aber, als das Fernsehen da war, teilte die Sekretärin mit, hier ist keiner von denen, die sitzen alle in Deutschland. Ich bin hier nur sozusagen auf dem Büro. Und dann fragte das deutsche Fernsehen, wo sind denn die Ingenieure und Forscher, die die kreativen Forschung machen? Aber wenn man null Angestellte hat, war offiziell ausgewiesen, null Angestellte, gibt es keine kreativen Forscher. Damit hatte die Firma sich strafbar gemacht. Dagegen läuft jetzt ein Verfahren der EU. Also in diesem Fall hat sie sich selber reingelegt. Ja? Herr Henschel, das sind doch alles Großkonzerne, die auch einen Aufsichtsrat haben und einen Betriebsrat. Und im Aufsichtsrat hocken führende Gewerkschaftsmitglieder. Die müssen doch eigentlich die Pflicht haben, dass strafbare Handlungen, und das sind ja strafbare Handlungen, also in diesem Fall, mit dieser Firma, wo sie die Patentbox hatten, war es eine strafbare Handlung. Das ist aber die Ausnahme. Die Regel ist, dass das alles legal ist. Und dass natürlich die Firmen alles legal ausnutzen und beraten werden von internationalen Unternehmensberatungen, die diese Tricks systematisch ausarbeiten. Das meiste, was die Firmen machen, ist legal. Panama Papers ist großenteils illegal, weil da geht es um Privatpersonen. Da komme ich nachher noch zu. Aber Firmen, die Steuertricks der Konzerne, ist zum großen Teil legal. Und es ist ein Problem der internationalen Staatengemeinschaft, dass sie es gefallen lässt. Ich werde nachher zeigen, was die jetzt machen, was da passiert. So, ja, hier ist so ein Operationsplan übrigens mal zu sehen. Also so sahen die tausende Seiten aus. Operationspläne, wie man Geld hin und her schiebt. Also richtig wie Computerzeichnung oder Ingenieurzeichnung oder so. Richtig systematisch, ja. Präsident Amazon kennt man ja, Jeff Bezos, 2,32 Milliarden Dollar Vermögen. Da sind auch einige Sachen zu erzählen, die überspringe ich jetzt. Jetzt kommen wir zu den Big Four. Das ist die Steuervermeidungsindustrie. Da gibt es vier große. Ernst & Young, Deloitte,
PricewaterhouseCoopers und KPMG. Hat man das ein oder andere schon mal gehört? So, ja, gibt es auch in München. Jetzt komme ich wieder zu der Preisfrage. Die größten zwei beiden Autokonzerne der Welt sind Toyota und General Motors. VW, Ford ist an dritter Stelle. Die haben zusammen 690.000 Angestellte weltweit. Nur mal zum Vergleich, dass man eine Größenordnung hat. Was glauben Sie, wie viele Angestellte diese Unternehmensberatung haben? Was glauben Sie? 10.000. Gut. Noch eine Zahl? Keine, noch nie gehört. Diese Unternehmensberatung haben 720.000 Beschäftigte. Mehr als die beiden größten Autokonzerne. Das ist keine kleine Unternehmensberatung. Das ist eine Industrie. Das ist die Finanzindustrie. Die Beratungsindustrie. KPMG hat allein in Deutschland 9.000 Beschäftigte. Da tut ja Siemens zum Beispiel jedes Jahr seine Bilanz prüfen lassen. Alle großen Konzerne arbeiten mit denen zusammen, lassen sich von denen beraten. Die machen die Pläne und die verdienen haben. Die Big Four beschäftigen 720.000 Personen. Es gibt dann auch noch eine Reihe kleinerer, aber das sind die vier größten. Wie viel Umsatz generieren so, die? Schluss, Strich, das war Steuertricks der Konzerne. Wie viel Umsatz haben die vier Unternehmensberatungen? Weiß ich nicht, steht auch bei Wikipedia drin, kann man nachlesen. Das meiste kann man ja nachlesen heutzutage. Das ist nicht geheim. Ja. Jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel. Das erste war Steuertricks der Konzerne, überwiegend legal. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Kapitel, das sind die HNWI. High Net Worth Individuals. So nennt die Finanzindustrie Millionäre. Ja? Ein Millionär heißt in der Finanzwelt HNWI. Und es gibt dann auch noch UHNWI. Das sind die Ultra High Net Worth Individuals. Das sind die Multimillionäre ab 30 Millionen. Und dann gibt es noch die extra UNHWIs. Also X-UNHWIs, die extra High Net Worth, das sind Milliardäre. Also man hat ja noch schöne Namen erfunden. Gut, gucken wir uns das mal an. Es gibt verschiedene Verfahren, wie man Steuern vermeidet Individuen. Hier geht es nicht mehr um Unternehmen, sondern hier geht es um das Geld, was man privat hat, also die Besitzer des Geldes. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Die besitzen natürlich häufig das Geld, was sie besitzen, besteht häufig aus Aktien von Firmen. Aber das eine ist, was die Firmen tun, das andere ist, was die Eigentümer der Firmen tun. So, die erste Methode ist illegal. Das ist die für die Blöden. Das ist die Methode Uli Hoeneß und Co. Konten in Steueroasen unterbringen. Das ist Panama Papers. Ja? Die zweite Methode ist mal illegal, das ist die Methode Boris Becker. Ja, das ist die Methode, man behauptet, man wohnt in Monaco. Und wenn das Finanzamt dann einen Detektiv anheuert, der weiß nach, dass man nicht mehr als 150 Tage in Deutschland war, in Monaco war, so, 150 Tage muss man dann in Monaco sein. Wenn man das nicht gewesen ist, dann sagt das deutsche Finanzamt, haha, du bist gar nicht sitzhaft in Monaco, du zahlst schön deine Steuern nach. Doch den Boris Becker so passiert, ne? Ja, ich glaube ja, irgendwas war da. Dann kommt die nächste Geschichte, das ist die dritte Methode, legal, die Wechsel der Staatsbürgerschaft. Das ist die Methode von, wie heißt dieser französische Schauspieler? Depardieu, ja, richtig. Die Methode Depardieu. Die macht aber keiner, außer er hat es, glaube ich, auch nicht gemacht. Er hat es nur angedroht, den französischen Staat. Wechsel der Staatsbürgerschaft ist nicht so toll, die Methode, weil die deutsche Staatsbürgerschaft ist extrem viel wert. Man ist freizügig in der ganzen Welt. Man kann alles machen, man kriegt überall Kredit, wenn man entsprechend auftritt. Es ist einfach eine super Staatsbürgerschaft. Wenn man die Staatsbürgerschaft von irgendeinem armen Land hat, dann kommt man nicht rein, dann hat man ganz andere Probleme. Das will keiner. Also die Leute, diese Methode ist unbeliebt. Und jetzt komme ich zu der absolut legalen Methode. Das ist nämlich die Methode der Milliardäre. Die Milliardäre müssen überhaupt nichts tun, um ihre Steuern zu vermeiden. Die haben, nehmen wir mal an die Familie Quandt, die besitzt BMW. Ja, und BMW wird immer wertvoller.
Und sie besitzt immer weiter BMW. Ab und zu lässt sich mal ein paar Millionen auszahlen, die versteuert sie. Aber wenn so ein Konzern 20 Milliarden wert ist, dann steigt er im Jahr, der Wert steigt immer 2 Milliarden jedes Jahr. Ja. Und da wird man immer reicher und man muss nie was versteuern. Weil nämlich in Deutschland die Vermögenszuwächse steuerfrei sind. So einfach ist das. Ja, Konsequenz, in Panama schwimmen die Lachse und Sprotten. Sprotten sind so kleine Heringe, die bei uns in der Kieler Bucht sind. Aber keine Wale. Die Großen haben es überhaupt nicht nötig. Aber die Kleinen, die so ein bisschen Geld haben, ein paar hunderttausend Euro oder vielleicht eine Million, ich nenne das mal kleine, ja, die wollen das Geld irgendwie verstecken und die machen dann illegale Geschäfte und bringen das Geld in Panama über. Oder es sind Leute, die was zu verstecken haben, weil sie das Geld waschen müssen oder so. Das gibt es natürlich auch. Ja, das ist die Steuervermeidung von High Net Worth Individuals. Gucken wir uns das Ergebnis an. Vermögenswachstum 1987 bis 2013, also knapp 30 Jahre. Wie ist das Vermögen gewachsen? Das Einkommen pro Erwachsener ist um 1,5% gewachsen. Das ist das Vermögen pro Erwachsener ist im Durchschnitt um 2%, etwas über 2% gewachsen, aber von den kleinen Vermögen nur um 1%. Also wenn Sie ein Vermögen haben, wächst das eh. Wie? Weltweit oder? Ja, weltweit, weltweit. Das ist eine weltweite Zahl von Piketty. Das Wachstum pro Jahr, oder? Wachstum pro Jahr. Also kleine Vermögen sind eher nur klein gewachsen. Das ist das Durchschnitt, Vermögen pro Erwachsener, das ist 2%. Jetzt kommen wir zu den UNHWI, da ist das um 4% gewachsen. Und jetzt kommen wir zu den Top 1 zu 10 Millionen, das sind die Milliardäre, da ist es über 6% gewachsen. Über 30 Jahre, Jahr für Jahr, trotz Krise, trotz Abwertung, trotz allen Verlusten, durchschnittlich 6%. Das heißt, nach 30 Jahren hatte sich das Vermögen versiebenfacht. Einfach versiebenfacht. Nach Steuern, nicht vor Steuern. Und dann kommt das Vermögen der Top 1 zu 100, das sind die Individuen, die mehr als 10 Milliarden haben. Die gibt es tatsächlich. Das ist Albrecht und Quandt und so weiter. So, und jetzt gucken wir uns an, wie das Vorsteuern aussieht. Da gibt es eine tolle Statistik von Piketty, das sind die amerikanischen Universitäten. Diesmal hat er genau 30 Jahre, von 1980 bis 2010. 2010 war übrigens ein ziemlicher Einbruch, deswegen sind die Zahlen vielleicht nicht so extrem, wie sie noch sein könnten, weil wir 2007 ja die Weltwirtschaftskrise hatten. Das Gute an den US-Unis ist, dass sie steuerfrei sind. Die US-Unis sind Gesellschaften, die sind steuerfrei und leben von ihrem Kapital. Haben eigene Institute jeweils in der Uni, die dann das Kapital verwalten und deswegen das meistens ganz gut machen. Und dann sieht man, wie Vorsteuern das Wachstum von Vermögen ist. Die 498 Universitäten, die weniger als 100 Millionen Kapital haben, sind um etwas über 6% gewachsen. Die 226 Universitäten, die zwischen 100 und 500 Millionen Dollar haben, sind um 7% gewachsen. Die 66 Universitäten mit 0,5 bis 1 Milliarde sind um fast 8% gewachsen. Die 60 Universitäten, die über 1 Milliarde haben, sind im Durchschnitt um fast 9% gewachsen. Und die 3 Universitäten, die über 10 Milliarden liegen, das ist Harvard, Yale und Stanford, genau. Die 3 sind um über 10% gewachsen, 30 Jahre lang, Jahr für Jahr. Da hat man eine Vorstellung, wie sich Kapital konzentriert. Und das ist das, was eben stattfindet in den letzten Jahren. Übrigens, an einem ganz bestimmten Jahreszeitpunkt hat 1929 die Weltwirtschaftskrise. Einige wissen das wahrscheinlich noch aus der Schule. Und danach kam Roosevelt an die Macht in den USA und hat die Steuern hochgesetzt. Und damals wurde weltweit die Steuern hochgesetzt und wir hatten von 1933 bis, Deutschland war es etwas später, aber insgesamt von 1933 bis 1980 hatten wir eine Entwicklung durch die hohen Steuern, durch den Zweiten Weltkrieg und andere Faktoren, dass die Vermögensverteilung, die Konzentration des Vermögens abgenommen hat. Erheblich. Ja, wir haben die Welt wurde also weniger ungleich von 1933 bis 1980. Und was war 1980?
Reagan und Thatcher. Wir hatten in den 70er Jahren die erste Wachstumskrise. Roosevelt und Sarko, die anderen Staatschefs, haben die gesamten Finanzmärkte reguliert, haben die Steuern hochgesetzt. Was glauben Sie, wie hoch die Spitzensteuersatz in den USA, Klammer auf, nicht sozialistisches Land, Klammer zu, und der Kennedy war? 91%. Was? 91%? Ja. Hat er schon mal gehört von mir? Nicht nur von dir. Ja. 91% war der Spitzensteuersatz und der Kennedy. Deutschland war es 90. Wie? In Deutschland war es 90. Wir, nach dem Krieg hatten wir auch so hohe Steuersätze, aber die wurden dann früher runtergesetzt. Ja, aber wie war denn die Bemessungsgrenze dabei? Was? Wie waren denn die Bemessungsgrenze? 80 Millionen. Ja, eben. 80 Millionen. Haben doch ganz wenige gezahlt. Ja, aber entscheidend ist, die Kurve ging so hoch, je mehr man hatte, desto mehr musste man bezahlen. Das waren ja nicht, die anderen hatten ja nicht 0, sondern die anderen hatten dann 70%, 60 oder 50. Das heißt, wir hatten eine Kurve, je mehr man hatte, desto mehr musste man bezahlen. Das hat Roosevelt eingeführt. Und Vermögensteuer war das. Oder Einkommenssteuer. Ich rede über Einkommenssteuer. Das heißt, Vermögen über 80 Millionen musste man von dem, was man im Jahr verdient hatte, wenn man mehr als 80 Millionen verdient hatte, bei Roosevelt sagt man, es war nur einer, das war Rockefeller, da musste man von dem, was man über 80 Millionen verdient hatte, 91% abgeben. Und von dem, was man dann drunter hatte, entsprechend weniger, schrittweise. Aber es war klar, je reicher man ist, desto mehr muss man abgeben. Und so war es in allen Industriestaaten. Die Ungleichheit nahm ab bis 1980. Dann kam die Wachstumskrise und dann kamen die Wirtschaftswissenschaftler an Universitäten auf die Idee und sagten, erstens, wir müssen wieder deregulieren und zweitens, wir müssen wieder die Steuern senken. Die Steuern sind zu hoch, dann kriegen wir wieder das alte Wachstum. Das ist natürlich Quatsch, denn wir wissen seit Klapperfrohm, dass die Welt endlich ist und dass die Ressourcen endlich sind und dass das Wachstum nicht immer weitergehen wird. Ist ja völlig absurd, wie soll das denn sein? Es können ja nicht immer mehr produziert werden, das geht ja gar nicht. Aber es war der Glaube der Wirtschaftswissenschaftler, die nur ökonomisch dachten, und dann haben Reagan und Thatcher das umgesetzt. Und seitdem nimmt die Ungleichheit in der Welt von Jahr zu Jahr wieder zu. Die Zahlen kann man hier sehen. Anteil am Einkommen der obersten 1%, das ist England. Und da sieht man sehr gut den Bruch von 1980, wo Thatcher in die Regierung kam. Dann sieht man Frankreich, da ist es weniger ausgeprägt. Das ist Deutschland. Da sieht man auch, dass seit 1995 etwa wieder die Einkommensschere aufgeht. Dann hat man Schweden. Auch in Schweden ist das so, obwohl Schweden ja das gleichste Land und das wenigst ungleiche Land der Welt war hier. Damals hatten die nur, hatte die obersten 1% hatten nur 4% des Gesamteinkommens der Gesellschaft. Das war der niedrigste Wert, der je in einem Land erreicht worden ist. Das ist aber wieder jetzt auf 7 hochgegangen. Ja, das ist USA. Und man sieht, in den USA war 2007, die Spitze 2007 ist praktisch schon genauso hoch wie 1929. Welch Zufall. Das erläutere ich jetzt nicht. Das ist Australien, das war ursprünglich weniger ungleich. Die hatten ja keinen Feudalismus wie Europa bis zum Ersten Weltkrieg. Die waren ja also weniger ungleich, haben dann sich aber dann auch in die Richtung, haben dann auch so entwickelt und nehmen auch wieder zu. Das ist Japan, die waren auch mal ganz hoch vorne. Und das ist das im Moment das Land mit der wenigsten Ungleichheit der Welt, das ist Dänemark. Dänemark ist das Land mit der wenigsten Ungleichheit, Dänemark ist das Land mit den höchsten Steuern der Welt. Das hängt vielleicht ein bisschen zusammen. Und Dänemark ist das Land, wo die meisten Steuern kommunal gezahlt werden und nicht an die Zentralregierung, sondern vor Ort. Deswegen sind die Leute auch bereit, das zu zahlen. Es hängt alles ein bisschen zusammen. Dänemark ist das Land der Welt, wo die Leute am zufriedensten sind nach allen Umfragen. Es gibt kein Land, das Dänemark übertrifft in der Zufriedenheit der Bevölkerung und auch der Zufriedenheit in der Demokratie. Also es ist schon spannend, wenn man diese Zusammenhänge sieht, aber das ist ein anderer Vortrag, den habe ich letztes Jahr gehalten. Spitzensteuersätze in den USA, da kann man schön die Entwicklung sehen. Finanzierung des Ersten Weltkrieges, die Roaring Twenties, also die bekannten Auswüchse in den 20er Jahren. Dann kam Roosevelt dran oder hat die Steuern mehrfach erhöht, im Krieg bis auf 94%, dann wurde sie wieder runtergesetzt nach dem Krieg und dann wurde es weniger. Das ist Reagan.
Reckon hat sie dann in drei Stufen auf 25% runtergefahren. Wer war vorher? Wie? 70. Wer war das vorher? 71. Kennedy. Kennedy war hier. Kennedy war noch hier. Das war Nixon. Ja. Gut, nur mal, dass man einen Überblick hat. So. Ja, der kurze Traum nach Piketty, nach dem Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg war der Zeitpunkt in der Geschichte mit der höchsten Vermögenskonzentration der Welt. Nie war das Vermögen so ungleich konzentriert wie zum Beginn des Ersten Weltkrieges. Auch das ist interessant. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor der Reichtum an Bedeutung. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden Studium und Arbeit zum sichersten Weg nach oben. Zum ersten Mal war die Masse der Topverdiener nicht Erben, sondern Leute, die eine Firma aufgemacht haben, die studiert hatten, die sich was erarbeitet haben. Und das endete, der Traum endete mit dem Ende des Wachstums in der Weltwirtschaftskrise 1973. Seitdem ist es wieder umgekehrt. Und der erste Jahrgang in Deutschland, bei dem unter den Top 1% wieder mehr Erben sind als, also Lebensverdienst, und in den Top 1% wieder mehr Erben sind als Leute, die sich selber erarbeitet haben, ist der Jahrgang 1970. Alle, die vor, wer ist ab 1970 hier? Ja, wenige. Die meisten sind älter. Ja, also sie haben alle Glück gehabt. Ja, da war noch die Zeit, wo man durch eigene Kraft, und das hat seitdem abgenommen. Ab 1970 überwiegt wieder, also ab dem Jahr 1970 in der Prognose überwiegt wieder die Zahl der Erben. Ja, seitdem verlieren Leistung und Bildung wieder an Bedeutung. So sagt Piketty und sagt, damit ist die Demokratie gefährdet. Ja, jetzt gucken wir uns nochmal die Steuerlast in Deutschland und Steuer- und Abgabenlast an. Man muss ja die Steuern und Abgaben zusammenrechnen. Warum? Naja, in Dänemark wird fast alles aus Steuern bezahlt. Da gibt es fast keine Abgaben. Die Krankenversicherung wird durch Steuern finanziert. Die Grundrente wird durch Steuern finanziert. Alles steuerfinanziert. Ja, das kostenloses Gesundheitssystem. Da aus Steuermitteln. In Deutschland wird das ja, ist ja der größte Teil der Sozialabgaben Abgaben finanziert, mit der Wirkung, dass die unteren und mittleren Einkommen einzahlen und die oberen nicht. Ne? Ja, so ist das in Deutschland. Das ist die reale Kurve oder das weiß ich nicht. Das ist, Piketty meint, die untere ist real. Aber jedenfalls ist es so, am Anfang muss man 33% sein, das sind die Sozialabgaben für eine Friseuse oder für jemanden Niedrigverdiener. Der zahlt ja nur Sozialabgaben. Dann müsst ihr ein bisschen steuern, dann geht es hoch bis auf 50% Steuern und Sozialabgaben zusammen, dann geht es hoch bis auf 57% ist, glaube ich, die Spitze, und dann geht es wieder ab 70.000 etwa geht es wieder runter, weil man dann ja nicht mehr einzahlen muss. Und dann wird es immer, wird der Anteil dessen, was man an Kapital hat, da zahlt man ja nur 25% Steuern, wenn man auf die Löhne ja immer mehr zahlen muss. Der Anteil des Kapitals nimmt zu, dann wird es also weniger. Und dann kommen die Leute, die ganze Firmen besitzen, wo der Wert einfach ansteigt und wo man nichts mehr rausnimmt. Und das sind die Leute, die praktisch ja darauf praktisch keine Steuern zahlen. Und so kommt es zustande, dass der reale Steuersatz in Deutschland für die Niedrigverdiener bei 33% beginnt, in der Spitze für die sogenannten obere Mittelschicht bei 3% am höchsten ist und dann bei den Superreichen immer weniger wert. Das ist ein Riesenskandal, der auch in den letzten Jahren erst bekannt geworden ist. Vorher hat man das gar nicht gemerkt. Das Komische ist, dass es in keinen wissenschaftlichen Studien so weiter auftauchte. Ich habe in den ersten letzten Jahren überhaupt gemerkt, dass das so ist. Und seitdem beginnt die Debatte, dass man was machen muss. Weil sonst wird es ja immer weiter so gehen. Ja, Erbschaftssteuer in Deutschland, ein schönes Beispiel. Im Moment ist die Erbschaftssteuerdebatte. Sie haben ja diese Presseerklärung von Attac, die ich heute geschrieben habe, liegen auf dem Schoß. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Erbschaftssteuer ist ungerecht. Die großen Firmen zahlen keine Erbschaftssteuer. Gucken wir uns das mal an. Der Steuersatz in Deutschland ist super. Wir haben einen progressiven Steuersatz und ab 20 Millionen muss man 30% zahlen für Verwandte ersten Grades. Für Verwandte zweiten Grades muss man sogar 43% bezahlen und für Nichtverwandte 50% Erbschaftssteuer. Das klingt total umverteilerisch.
Was wird real gezahlt? Die unteren zahlen 7,5%, das ist der Steuerklasse 1 und die zahlen, gibt es ja auch welche, die Steuerklasse 2 und 3 sind, deswegen ist es ein bisschen höher. Gut, die nächsten zahlen 13,2, also das ist oberhalb des Freibetrages. Freibetrag ist bei Kindern 200.000, bei Frauen 500, bei Ehepartnern 500.000. Ja, die zahlen aber erheblich weniger, die zahlen noch weniger und das sind die Hauptmasse der Erbschaften. Ja, die Hauptmasse der Erbschaften wird im Jahre 2013 war das 1,5% tatsächlich bezahlte Erbschaftssteuer, weil Firmenvermögen freigestellt sind. Komischerweise. Weil man sagt, die Firma darf ja nicht beschädigt werden. Ja, das hier ist der Anteil, die Menge dessen, was vererbt wird. Und dann sieht man, das ist der größte Teil, der mit 1,5%. Das sind nicht nur die Reichsten, sondern das ist auch die größte Menge. Und das ist das, was das Verfassungsgericht sagt, das geht nicht. Und wenn ich habe das erläutert auf dem Blutgott, was jetzt rausgekommen ist, der Kompromiss der Großen Koalition, der ist fast eine Verschlechterung. Also bei den Superreichen gibt es eine leichte Verbesserung, aber das ist auch ansonsten alles. Ich vermute, dass das wieder vor die Verfassungsgericht geht, dass es wieder eine Klage gibt. Die trauen sich nicht, weil der Druck von der Wirtschaft, von den Unternehmensverbänden, von den, das Problem ist, dass die kleinen Unternehmer, die kleinen Handwerker, die kleinen Softwareunternehmer, die leben häufig von Selbstausbeutung. Die verdienen häufig ganz wenig und arbeiten 80 Stunden. Und die machen die Masse der Unternehmer aus. Die meisten Unternehmer sind ja Kleinbetriebe. Die haben ein großes Problem. So, und die großen Unternehmen verstecken sich hinter denen. Ja, und die sagen, wir wollen doch nicht noch unsere Firma pleite gehen und wir wollen doch nicht noch Abgaben zahlen. Und die großen sagen gar nichts. Die halten sich vornehm zurück. Die Debatte wird immer bestimmt von diesen Leuten, die nach vorne und im Fernsehen auftauchen und sagen, wir dürfen doch nicht unsere Firma kaputt machen. Wir haben 20 Angestellte und sind total sozial und so. Ja, aber das ist die Masse der Unternehmen. Das sind 99% der Unternehmen, kleine Unternehmen. Aber die Großen machen die Musik. Und das sind die keine Steuern zahlen und sich dahinter verstecken. Und diese Debatte mal auch in die Wirtschaft und in die Unternehmensverbände reinzutragen, ist sicherlich lohnenswert, habe ich aber bisher noch nicht geschafft. Ja? Ich habe aber heute in der SZ gelesen, dass die Vermögensteuer, die Erbschaftssteuer, da sind sie sich schon ziemlich einig, die Koalition. Ja, heute haben sie sich geeinigt. Haben sich doch geeinigt. Dazu habe ich die Pressemitteilung gemacht. Das ist ein fauler Kompromiss natürlich, sowieso. Ja, ja, das ist ein fauler Kompromiss. Deswegen das wird auch noch nicht zu Ende sein, glaube ich. Mal sehen. Ja, das sind dann den Anteil, der das an den Steuern ausmacht. Und dann sieht man, dass der Anteil der Steuern, die Hauptsteuern zahlt diese Gruppe. Gut. Jetzt die Frage, was sagen die Menschen? Wer soll das Steuern kriegen in Deutschland? Das ist nämlich, ich hatte ja schon gesagt, in Deutschland haben die Kommunen einen Anteil an den Steuern von 16%, also relativ wenig. Die Hauptstaatsausgaben werden durch die Zentralregierung in Berlin gemacht. In Dänemark haben die Kommunen einen Anteil von 65%. Zwei Drittel unserer Staatsausgaben werden vor Ort getätigt. Das ganze Sozialsystem wird vor Ort durch die örtlichen finanziert. Und in Deutschland wurde nun gefragt, wer soll das Geld kriegen, wenn wir entsteuern? Und dann sagen die Bevölkerung 6% der Bund, 13% die Länder und 81% die Kommunen. Das heißt, auch die Deutschen sagen, sie wären bereit, Steuern zu zahlen, wenn es an die Kommunen geht und sie vor Ort sehen, was mit dem Geld gemacht wird. Das ist hochspannend. Gut. So, jetzt komme ich noch zu den Maßnahmen. Mein dritter Teil, das geht relativ rasch. Was kann man tun? Wir brauchen überhaupt erstmal Zahlen, die wir nicht haben. Wir brauchen eine Vermögensstatistik, wir brauchen eine Einkommensstatistik. Also in Schweden gibt es kein Steuergeheimnis. In Schweden gibt es jedes Jahr ein Buch, da steht drin, für jeden Bürger, wie viel Einkommen er hat und wie viel Steuern er gezahlt hat. Da kann man beim Nachbarn nachgucken, was der an Steuern gezahlt hat. Ja? In Deutschland ist das Steuergeheimnis eines der größtgehüteten Dinger. Es geht auch anders. In Frankreich gibt es eine Vermögensstatistik seit der Französischen Revolution lückenlos.
Man kann alleine die Zahlen existieren, in Deutschland existieren die Zahlen nicht mehr. Seit 1967, seit der Abschaffung der Vermögenssteuer, gibt es keine Vermögensstatistik mehr in Deutschland. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich kenne die Zahlen von der Deutschen Bundesbank, die sagen, das ist in Deutschland ist 11 Billionen wert. Und dann weiß man die Verteilung, dann weiß man, dass die untersten Hälfte hat nichts, Vermögen ist null. Die nächsten 40% Vermögen ist etwa ein Drittel. Die nächsten 9% Vermögen ist etwa ein Drittel. Und das oberste 1% Vermögen ist ein Drittel. Und davon wiederum die Hälfte, die 0,1%. Also das ist so etwa die Geschichte. Das sind aber Schätzungen, die in den letzten Jahren gemacht worden sind. Wir brauchen eine Verschärfung des Steuerstrafrechts. Wir haben gesehen, in den USA können Manager zu horrenden Geldstrafen verurteilt werden, wenn sie Steuerstrafdelikte machen. In Großbritannien auch. In Deutschland findet das praktisch nicht statt. Der Fall Höhnes ist eine absolute Ausnahme und man vermutet auch nur deswegen, weil er in die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Urteile in Deutschland werden geheim gehalten. Die meisten Verfahren finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Unternehmensstrafrecht. Wir haben kein Unternehmensstrafrecht. In Deutschland kann man also nur, muss man einem individuellen Manager individuelle Strafen nachweisen. In den USA wurde die HSBC zu 1,9 Milliarden Strafe verurteilt. Ja? Da wurde die Firma verurteilt, weil sie kriminelle Machenschaften gemacht hat. Da war egal, welcher Angestellte das war. Die Firma wurde bestraft, weil sie verantwortlich war. Das gibt es in Deutschland nicht, es gibt überhaupt kein Unternehmensstrafrecht. Eine der großen Forderungen, die wir zurzeit diskutieren, haben wir neulich auch vorgetragen, zusammen mit Oxfam und dem Bund der Kriminalbeamten, waren wir zusammen bei Heiko Maas, unserem Justizminister, wir brauchen ein Unternehmensstrafrecht. Automatischer Datenabgleich. Das hat die OECD sogar gefordert, einen automatischen Datenabgleich. Das heißt, jedes Land muss die Auslandsvermögen an die Länder, aus denen sie kommen, melden. So, das ist eine Diskussion, die es gibt. Zurzeit weigert sich Deutschland mit Händen und Zähneklauen, sich da kooperativ zu zeigen, obwohl das von der OECD gefordert worden ist und auch von der EU-Kommission sogar vorgeschlagen worden ist. Und das Europäische Parlament hat das beschlossen, auch die folgenden Maßnahmen hat das Europäische Parlament beschlossen mit einer Mehrheit von 3/4 mit Christdemokraten, mit Sozialdemokraten, mit Grünen, mit Linken. Alle zusammen haben diese Forderungen aufgestellt. Allerdings gegen die Liberalen und die Rechtsradikalen. Die auch. Unternehmensregister. Wir brauchen ein Unternehmensregister, in dem alle Unternehmen verzeichnet sind mit ihren Eigentümern, Begünstigten und Berechtigten. Ich erkläre jetzt nicht die Unterschiede. Wesentlich, wir wollen nicht wissen, dass hinter der Firma eine Briefkastenfirma steckt, sondern wir wollen wissen, welche natürlichen Personen stecken hinter dieser Firma. Übrigens 85% aller Unternehmer fordern das auch, weil sie sagen, wenn sie Geschäfte machen, wollen sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das wollen auch Unternehmer. Das ist nicht nur. Also, diese Forderung ist an sich ziemlich populär. Aber Deutschland weigert sich, diese Zahlen zu veröffentlichen. Wenn ich aber eine IKEA-Studie mache und recherchieren will, wem gehört die Firma und welche Verflechtung habe ich, dann muss ich an diese Zahlen offen rankommen, weil dann muss ich Dutzende von Zahlen oder Hunderte von Zahlen nachlesen. Da hilft es mir nichts, wenn ich dann einen Antrag stellen muss, um irgendeine Zahl zu bekommen und die noch begründen muss. Und nur die Finanzbeamten bekommen das. Alle großen Skandale sind nicht von Finanzbeamten aufgedeckt worden, sondern von Journalisten, von Rechercheuren aus NGOs oder von Firmen-Whistleblowern, also Leuten aus der Firma selber. Wir brauchen öffentliche Zahlen. Und wir brauchen ein Kante-Bekannte-Reporting. Das bedeutet, das ist auch eine Forderung der OECD, auch eine Forderung des EU-Parlaments. Wir wollen von jedem Konzern einen weltweiten Bericht für jedes Land. Wie viele Gewinne macht er? Wie viel Steuern hat er gezahlt? Wie viele Investitionen hat er getätigt? Wie viel Personalkosten hat er dort gemacht und wie viel Umsatz? Warum? Dann kann man ablesen, wie hoch ist die wirtschaftliche Aktivität eines Konzerns in einem Land. Und wenn man sieht, dass im Beispiel IKEA, dass IKEA in weiß ich wo, Curaçao oder sonst wo, riesige Gewinne ausweist und riesige Gewinne ausweist, dass sie aber kaum Angestellte haben, vielleicht nur zwei, dass sie
keine Umsätze haben und dass sie keine Investitionen getätigt haben, dann kann man daraus schließen, die wirtschaftlichen Aktivitäten liegen garantiert nicht in Curaçao. Da ist irgendwas, da sind Gewinne verschoben worden. Das ist die Grundlage. Am dringendsten brauchen diese Berichte die Länder der dritten Welt. Deutschland will jetzt, hat sich bisher geweigert, ist jetzt bereit, Country-by-Country-Reporting zu machen. Übrigens, wir haben Country-by-Country-Reporting durchgesetzt bereits durch eine Kampagne nach der Weltwirtschaftskrise von den NGOs, also von den Nichtregierungsorganisationen, haben wir Country-by-Country durchgesetzt für Banken und für Rohstoffkonzerne. Also Rohstoffkonzerne und Banken müssen es heute schon ausweisen, und zwar öffentlich. Aber die anderen Firmen können das angeblich nicht wegen Steuergeheimnissen und so weiter, sagt die deutsche Bundesregierung. Da diskutieren wir mit denen. In Wirklichkeit haben viele deutsche Konzerne Angst, dass sie im Ausland möglicherweise, wo sie auch keine Gewinne ausweisen oder nicht genug Gewinne ausweisen, plötzlich angezogen werden. Zum Beispiel auch bei Ländern in Afrika, aber auch in China und Indien. Also deutsche Konzerne wollen das nicht. Und wir brauchen ein Whistleblower-Gesetz. Es kann nicht sein, wie das jetzt in Europa fast in allen Fällen war, dass nachdem solche Panama-Leaks und, Swiss-Leaks und Luxemburg-Leaks war, dass anschließend die Leute, die das aufgedeckt haben, vor Gericht gestellt werden und mit horrenden Strafen bedroht sind. Und diejenigen, die die Schweinereien aufgedeckt haben, bleiben weitgehend straffrei. Ja? Maßnahmen Teil 2. Die Schweinereien begangen haben. Richtig. Ja, wir brauchen eine weltweite Besteuerung von Staatsbürgern. Das macht übrigens die USA. Die USA besteuert alle US-Bürger weltweit. Und die USA zwingt auch alle Banken der Welt, ihnen die Daten zu liefern. Die Schweiz liefert brav die Daten über alle US-Bürger an die US-Finanzbehörde. Auch Liechtenstein macht das. Weil die USA nämlich sonst droht, einen Staat, der das nicht macht, Abbruch sämtlicher Geschäftsbeziehungen. Steht im amerikanischen Gesetz. Die EU ist nicht in der Lage, sowas hinzukriegen, sondern freut sich, wenn sie mal eine CD zugeschickt kriegt. Ja? Das ist natürlich das Problem, dass die EU nicht handlungsfähig ist, weil immer einer blockiert. Und weil wir in der EU natürlich auch eine Reihe von Steueroasen haben, die querschießen. Und weil die Bundesregierung nicht entschlossen genug ist, das durchzudrücken. Anderes drückt sie ja auch durch. Also jeder US-Bürger weltweit muss sein Einkommen in der USA versteuern. Wenn er woanders Steuern zahlt, kann er es gegenrechnen. Und das wollen wir auch für Deutschland. Volle Besteuerung von Wertzuwächsen, da habe ich schon drauf hingewiesen. Wir wollen eine progressive Vermögens- und Erbschaftssteuer. Warum? Weil die Vermögen umso schneller wachsen, je reicher, je größer die Vermögen sind. Wenn das so ist und man möchte verhindern, dass es immer weiter auseinandergeht, wenn die Vermögen immer schneller wachsen, wenn sie größer sind, müssen die Steuern auch schneller sein, höher sein, wenn sie größer sind. Das heißt, wir brauchen eine progressive Vermögenssteuer und nicht eine lineare. Bei der Erbschaftssteuer haben wir es ja auf dem Zettel, bloß nicht in der Wirklichkeit. Wir brauchen eine Bundessteuerbehörde, weil wir die Länder sich untereinander Dumping machen bei den Steuerbehörden. Das ist ein Riesenproblem. Zum Beispiel Bayern ist ganz bekannt dafür, dass sie ihre Konzerne besonders sanft behandeln, damit die Konzernzentralen möglichst in München bleiben. Bayern kriegt im Verhältnis zur Wirtschaftskraft doppelt so viel Steuern wie die neuen Bundesländer. Im Verhältnis zur Wirtschaftskraft. Das heißt, die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer ist sowieso viel niedriger. Aber im Verhältnis zu dieser Wirtschaftskraft kriegen sie auch nur noch halb, dann noch mal halb so viel an Steuern davon. Weil die Zentralen häufig in Hessen oder Bayern sitzen, das haben die Amis gemacht nach dem Krieg, haben genau gewusst, worauf es ankommt. Und das Ergebnis ist, dass die natürlich entsprechend die Konzernzentralen muss man natürlich pfleglich behandeln. Die sorgen dafür, dass die Gewinne nicht in den Produktionsstätten in Ostdeutschland anfallen, sondern dass die in den Konzernzentralen in München anfällt. Und dann kann man auch entsprechend mit denen Deals machen, damit die dann auch das gut finden. Und Bayern profitiert davon. Erheblich. Außerdem werden sie nur alle 10 Jahre geprüft. Was? Die durchschnittliche Prüfungszeit ist 10 Jahre. Ja, nur die durchschnittliche, aber die Großkonzerne nicht, die werden immer geprüft. Also Großkonzerne wie BMW oder so werden immer geprüft, kontinuierlich. Da sitzen die Steuerbeamten ständig im Haus. Da ist das nicht so, aber bei kleineren Betrieben ist das so, dass es teilweise, bei ganz kleinen Betrieben dauert es 30 Jahre, die werden fast nie geprüft. Aber das. Was? Prüfungszeit.
Prüfungen in der ganzen Welt, wo überall die Niederlassungen sind. Ja, da komme ich noch zu. Deutscher Steuerrecht besteuert ja nur, was in Deutschland stattfindet. Ja. US-Steuerrecht besteuert alles, was die Firma weltweit macht, und Sie können die Steuern gegenrechnen. Das ist ein ganz anderes System. Ja, wir wollen Quellensteuern auf Auslandsüberweisungen, das heißt, wir wollen über jede Auslandsüberweisung von Geld oder Werten wollen wir eine Quellensteuer erheben. Das wird auch schon seit Ewigkeiten diskutiert, wird auch von Wissenschaftlern gefordert, ist also nicht eine Erfindung von einem Tag. Eine Quellensteuer und diejenigen, die das Geld ins Ausland überweisen, müssen dann nachweisen, dass sie das Geld dort, wo sie es hinüberwiesen haben, versteuert haben und können die Steuern entgegenrechnen. Aber wenn es nicht versteuert wird, müssen sie in Deutschland den vollen Steuersatz zahlen. Weil es ja in Deutschland Werte geschaffen sind, die in Deutschland, also IKEA zum Beispiel, für die Zinsen. Sie müssen nachweisen, dass im Ausland so und so viel Steuern gezahlt worden sind. Wenn ja nur 5% gezahlt worden ist, in Deutschland werden 30% angefallen, dann erhebt Deutschland 30% Steuern, die 5% können gegengerechnet werden und der Rest bleibt in Deutschland. Das ist das Prinzip, was die Amerikaner auch praktizieren. Ja? Warum nehmen die Parteien, wenn die ihr Wahlprogramm aufstellen, diese Dinge nicht in ihr Wahlprogramm? Ich habe mit so vielen Finanzpolitikern diskutiert. Also als ich mit dem Finanzminister von, letztes Jahr saß ich mit dem, in Düsseldorf mit dem Finanzminister von Nordrhein-Westfalen zusammen. Er hat uns zum Gespräch eingeladen. Und dann habe ich Ihnen den Fall IKEA geschildert. Wir haben nur eine schöne Zeit, wie immer. Dann habe ich Ihnen den Fall IKEA in Kurzfassung geschildert. Und dann guckte er seinen Abteilungsleiter, also es ist immer so, der Minister sitzt da, daneben der Abteilungsleiter und daneben der Referent, der zuständig ist. Und dann guckte er seinen Abteilungsleiter an und der Abteilungsleiter guckte seinen Referenten an und fragte, stimmt das, was der Henscheller erzählt? Und dann sagte der Referent, ich glaube ja. Deswegen, da komme ich zum Schluss drauf, es ist ganz entscheidend, dass wir diese ganzen Sachen in die Öffentlichkeit tragen, dass die Spezialjournalisten aus den Zeitungen wissen, was überhaupt was geht. Mhm. Als wir die Kampagne anfingen, wussten die ganzen Spezialjournalisten alle nicht, wovon wir reden. Mittlerweile ist die Süddeutsche Zeitung, hat mittlerweile relatives Know-how, ja, obwohl ich ganz überrascht war, als in Luxemburg liegt, dass da, dann haben sie mich interviewt und dann war trotzdem alles falsch. Also wundert man sich dann doch. Das ist aber daran, das ist natürlich auch ein Lernprozess, das geht mir auch so. Wir müssen uns einarbeiten, lernen, dass die Materie ist nicht simpel. Ja? Bevor man den Verrechnungspreisrichtlinien in der OECD sind 700 Seiten auf Englisch mit Geschäftsenglisch, also nicht ganz simpel. Bis man die durchgeackert hat und ein bisschen kapiert hat, worauf die hinaus wollen, da steht alles geschrieben, was ich hier erzähle. Die Süddeutsche Zeitung hier in der Runde vertreten, wissen Sie das? Was? Nee, sicher nicht. Weißt du, die Süddeutsche Zeitung hier in der Runde mit Journalisten vertreten wollen? Ich weiß nicht. Sind Sie also informiert, werden die jedes Mal. Ich ja, mal ja, ja, ja. Die haben sogar berichtet, ja, dass es in Fernsehen stattfindet. Ich habe auch bei vielen Vorträgen Zeitungen gehabt. Und ich habe auch häufig Interviews gehabt. Also nicht so, dass die Zeitung das ignoriert. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Es ist nur so, dass die großen Zeitungen mittlerweile wissen, um was es geht. Also Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine und Welt und Taz und so, die wissen, um was es geht. Aber die meisten Regionalzeitungen sind ganz überrascht, wenn die Wirtschaftsjournalisten kommen und da ist manchmal richtig erhalten. Das liest man denn auch in den Artikeln. Ne? Ja, ich komme jetzt zu einem Thema, was an sich eine wesentliche Lösung zu diesem Problem wäre. Das ist die Gesamtkonzernsteuer zu dem Unternehmensbereich, weil wir fordern, dass die Steuern für Konzerne nicht mehr Land für Land berechnet werden, sondern dass die Konzerne als Ganzes ihre Steuern ausweisen. Ja. Die Konzerne sollen als Ganzes, sollen weltweit ihre Gesamtgewinne ausweisen, ihre Gesamtumsätze ausweisen und so weiter. Und dann werden die aufgrund der Personalkosten, Anzahl der Beschäftigten, aufgrund der Investitionen und aufgrund der Umsätze, also die Aktivitäten der Firma, auf die Länder verteilt. Das heißt, IKEA zum Beispiel hätte dann vielleicht 18% der Personalkosten weltweit fallen in Deutschland an und 15% der Umsätze und 13% der Investitionen. Dann kommt man zum Ergebnis, IKEAs Geschäftstätigkeiten finden zu 15% in Deutschland statt. Also rechnen wir Deutschland 15% des Gewinns zu. Und dann kann Deutschland eben besteuern, wie es will. Das ist das Prinzip der Gesamtkonzernsteuer.
Also in drei Stufen. Einheitliche weltweite Unternehmensbilanz, Darstellung aller Aktivitäten in Ländern. Das ist das, was wir übrigens vorhin schon im Country-by-Country-Reporting hatten. Zweitens, Aufteilung des Gewinns entsprechender Aktivitäten, sogenannte Formulary Apportionment. Und drittens, Besteuerung des Gewinns nach dem nationalen Steuersatz. Dieses Prinzip wird intern seit 100 Jahren in den USA praktiziert. Weil die USA haben unterschiedliche Steuersätze in den einzelnen Staaten. Und damit die Firmen, das fängt an damit, dass die Firmen in Kalifornien ihren Sitz nach Nevada verlegten, weil die Steuern niedriger waren. Und dann haben sie angefangen, US-intern dieses System einzuführen. Das gleiche System gibt es in allen Ländern, die unterschiedliche Steuersätze intern haben. Also zum Beispiel Schweiz gibt es das, zwischen den Kantonen. In Kanada gibt es das, in Australien gibt es das und so weiter. Ja? Aber das funktioniert auch nur, wenn es die internationale Staatengemeinschaft kooperiert. Nein. Das System kann man in jedem Staat einführen, weil ich kann beschließen, dass in Deutschland jeder Konzern, der in Deutschland tätig ist, muss eine solche Bilanz vorlegen. Und er muss die testifizieren lassen und er haftet mit entsprechenden Strafen, dass sie richtig ist. Wenn er Fehler macht, gibt es eine entsprechende, kann man ihn reinkriegen. Jeder Konzern muss die vorlegen in Deutschland. Und dann machen wir in Deutschland die Berechnung, teilen den Gewinn auf und sagen, so viel Prozent kriegt Deutschland. Das kann jeder Staat alleine einführen. Da braucht man keine internationalen Verhandlungen, wie immer behauptet wird. Das höre ich ständig. Man muss internationale Verhandlungen haben. Aber die Experten sagen alle, könnte die EU auf jeden Fall Deutschland auch. Welcher Konzern verzichtet auf Geschäftstätigkeiten in Deutschland? Macht ja keiner. Deutschland ist viel zu groß. Besteuerung des. Das ist nochmal so eine Grafik, die wir dazu gemacht haben, wo man schön sieht, der Gesamtgewinn wird aufgeschnitten und dann also Portionen verteilt auf die Länder. Zum Schluss der Stand der Debatte. 2013 hatten die Regierungschefs der Welt die Nase voll. Als bekannt wurde, dass ein Fünftel des Weltvermögens in Steueroasen liegt, haben sie gesagt, das geht nicht so weiter. Die G20, das heißt die Gruppe der 20 wichtigsten Länder der Welt, ja, nicht nur USA und Kanada und Deutschland und England und Italien, sondern auch Russland und Türkei, China und Indien, Südafrika, also Indonesien, 20 der wichtigsten Länder der Welt. Diese Gruppe G20 setzte sich zusammen und beschloss in Moskau, jetzt starten wir BEPS. BEPS heißt Base Erosion and Profit Shifting, also ein Aktionsplan gegen Gewinnverschiebung. So. Das wurde beschlossen. Und die OECD kriegte den Auftrag, dazu einen Plan vorzulegen. Die OECD hat dann anderthalb Jahre gearbeitet und hat im Herbst letzten Jahres diesen Plan vorgelegt. Da sind eine ganze Reihe Vorschläge drin, die jetzt umgesetzt werden. Es sind auch viele Dinge drin, die nicht drin sind. Aber immerhin ist es ein erster Schritt, dass das ganze Thema angegangen worden ist, dass es überhaupt mal geändert wird. Im Moment ist es so, dass das Europaparlament, muss man wirklich zu Ehren des Europaparlaments sagen, die haben dieses Thema mit Begeisterung angegriffen, die haben sich eingearbeitet im Finanzausschuss in diese ganze Thematik, haben das durchgeforstet, haben Maßnahmen vorgeschlagen, die in Radikalität das, was die OECD vorgeschlagen hat, weit übertroffen hat. Aber die Kommission hat es dann ein bisschen verbessert, weil sie ja immer von den Nationalstaaten sagt, das geht nicht. Und dann kam der Ministerrat, und das ist die große Krux der EU. Regiert ja letztlich der Ministerrat, nämlich das ist so, als wenn in Deutschland der Bundesrat entscheiden würde und nicht der Bundestag. Ja? Und der Ministerrat besteht aus den nationalen Regierungen und die haben alle ihre nationalen Dinge im Kopf. Und die sind da zurzeit am Diskutieren und Deutschland spielt nicht gerade eine rühmliche Rolle, muss man einfach sagen. Besonders schlimm ist die Situation der Entwicklungsländer. Der ganze Plan der OECD lässt leider die Entwicklungsländer außen vor. Obwohl die am stärksten von der Steuervermeidung betroffen wurden, hat man sie nicht berücksichtigt. Sie waren bei den Verhandlungen auch nur am Katzentisch beteiligt. Es wurden zwar ein paar beteiligt, aber im Wesentlichen haben die Industrieländer das mal wieder unter sich ausgemacht. Besser wäre es gewesen, das Ganze in der UNO zu machen, weil dort sind alle am Tisch. Aber das wollen die Industriestaaten nicht. Seit Jahren gibt es die Forderung, die OECD als Unterordnung der UNO einzugliedern, dann würden aber alle ein Stimmrecht haben. Das wollen wir aber nicht, die Industriestaaten. Dafür haben sie den China und Indien reingelassen, ne, in den Club. Rolle der USA ist auch speziell. Die USA hat selber ein Problem, das sagen sie auch. Und sie hat auch mitgemacht bei dem ganzen Prozess mit einer relativ starken Beteiligung. Aber
In den USA gibt es das Problem, dass intern, ja, man hört ja in den Nachrichten ständig, was da los ist, mit der Renationalisierung haben. Und es gibt eine große Stimmung in, so, in beiden Häusern des USA, also beiden Parlamenten in den USA, dass die USA keinen Vertrag unterzeichnen werden. Die werden einige Maßnahmen selber ergreifen, aber einen großen Vertrag. Außerdem muss man natürlich zur Ehre der USA sagen, die USA hat viele der Probleme, die Europa hat, für sich gelöst. Die besteuern alle Bürger weltweit und rechnen die Steuern, die woanders gezahlt werden, gegen. Sie besteuern die Konzerne weltweit. Apple zahlt in den USA 40% Unternehmenssteuer auf den Gewinn. In Deutschland, Europa 3%. Das ist nicht ein Problem der USA, das ist ein Problem Europas. Ja? Das Geld wird übrigens in Bermudas gebunkert, weil man, und Kaimaninseln, weil man sich nicht in die USA zurücküberweisen kann. Dann würde es nämlich besteuert werden. Ja, Situation der USA, Rolle der USA. Debatte in der EU habe ich schon geschildert. Wir haben also eine sehr verquere Debatte zwischen den einzelnen Ländern und zwischen Ministerrat, Parlament und Minister, so weiter. Europaparlament, Kommission und Ministerrat. Und die Rolle von Deutschland ist leider in vielen Fällen immer noch eine Bremserrolle. Wir brauchen noch mehr Öffentlichkeit und mehr Druck. Was machen wir? Also ich bin für Attac in Netzwerk Steuergerechtigkeit. Das Netzwerk Steuergerechtigkeit ist ein Dachverband von allen möglichen NGOs, die an dem Thema arbeiten. Da sind also auch Gewerkschaften drin, da sind Kirchen, beide Kirchen sind damit drin. Transparency International, also alle möglichen Organisationen sind da drin. Da sitzen wir zusammen und versuchen dann zu überlegen, wie wir das koordinieren, die Arbeit in dem Feld. Unsere Arbeit besteht im Wesentlichen aus einmal Pressearbeit, so wie diese Pressemitteilung, die ich heute zum Erbschaftssteuergesetz gemacht habe. Wir machen Bildungsveranstaltungen, so wie heute. Wir machen Lobbyarbeit mit Anhörung, Stellungnahmen, Politikerinfos. Wir informieren die Politiker, weil die häufig gar nicht wissen, was eigentlich los ist. Gerade die Landespolitiker beschäftigen sich mit solchen Sachen selten. Wir machen Kampagnen vor Ort. Da sind die Ortsgruppen von Attac, also hier in München, ganz aktiv und machen dann also auch mal eine Aktion mit IKEA oder mit Starbucks oder sowas. Wir denken uns Aktionsideen aus und wir haben eine Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene, wo wir Positionspapiere und Grundsätze erarbeiten. Also das ist mehr die Arbeitsebene. Außerdem haben wir einen wissenschaftlichen Beirat von 150 Leuten, hauptsächlich Professoren und solchen Leuten, da Wissenschaftler, die uns im Zweifelsfall Fragen beantworten und helfen. Das sind alles Leute, die wollen auch was tun, sind guter Dinge und helfen. Ja, und damit bin ich bei der letzten Folie. So begann die ganze Kampagne in London. Da haben Frauengruppen gegen Starbucks protestiert, dass die Frauengruppen das Geld gekürzt kriegen sollten und Starbucks noch nie Steuern gezahlt hat. Das war der Auftakt der Kampagne vor 4 Jahren. Und seitdem ist es schon relativ weit ins öffentliche Bewusstsein vorgedrungen. Ich habe heute Abend hier im Kaffee gesessen und da sagten die, fragten die, was mache ich? Dann habe ich es erzählt und sagten die, ja, wir wissen das. Also mittlerweile haben die Leute gehört. Die kennen es noch nicht selbst, aber die wissen schon mal, was Panama war. Und dass Panama nicht nur ein Staat ist, sondern auch ein Skandal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich kann Sie nur bitten, Sie können bei Attac mitarbeiten, Sie können Ihre Verwandten und Freunde und Arbeitskollegen informieren. Weitersagen ist das Elixier der Demokratie und wenn man was weitersagt, dann gerät das Gerücht irgendwann in jede Wohnstube. Ich bin sicher, wir werden, nachdem das jetzt in den letzten 4 Jahren so weit in die Öffentlichkeit getragen ist, es gibt immer mehr Whistleblower. Ich bin sicher, das Thema ist nicht am Ende und die Politik wird sich weiter bewegen. Ich bin da ganz überzeugt davon, dass wir was verändern werden in der Welt. Deswegen kämpfe ich für Sie, für uns, für meine Enkelkinder. Ich danke. Ja.